Ja, ich hatte keinen Ton, kein Problem. Ich habe ja nicht viel gemacht. Ich habe nur ein bisschen geguckt. Also, wie gesagt, liebe Leute, willkommen zu der Vorlesung am Sonntag. Wir haben uns dazu entschlossen, sonntags zu lesen. Ja, einen Tag in der Woche sollte man lesen. Man hält dann sein Gehirn im Schuss. Und man trainiert ein bisschen rhetorisch. Ja. Und das tut gut. Weil, wie gesagt, für Körper und Geist, für die Seele. Nee, ich habe nur ein bisschen geguckt, verstehst du? Ja, ich habe noch nichts gelesen gehabt. Ich fange es jetzt zu lesen. Also, wie gesagt, hier geht es um Vorlesungen. Ja. Wir befassen uns mit dem Autor der ersten Lesung und das ist hier Friedrich Kreutzer, geboren in Marburg, verstorben in Heidelberg, war ein deutscher Philologe, Orientalist und Mythenforscher. Kreutzer, wie man hier aus diesem Wikipedia-Eintrag liest, war selbst ein Philologe, Orientalist, Mythenforscher, lauter Titeln, lauter Universitäten, die er besucht hat, Akademien, Wissenschaft, Philosophie, ja, von Heidelberg, Marburg und so weiter. Ehrungen, sehr viele Ehrungen. Kreutzer erhielt am 31. Oktober 1870 die theologische Ehrendoktorwürde der Universität Marburg. 1844 die juristische der Universität Heidelberg. Im gleichen Jahr wurde dort zum Ehrenbürger ernannt. 1825 wurde Friedrich Kreutzer zum auswärtigen Mitglied der Akademie des Inscription et Belles Lettres ernannt. Ab 1846 war er auswärtiges Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Außerdem wurde er in die Wissenschaftliche Akademie in München, Göttingen, Wien sowie in die Königlich-Niederländischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 1806 wurde Kreutzer zum Hofrat, 1818 zum Geheimen Hofrat und 1826 zum Geheimen Hofrat zweiter Klasse ernannt. 1834 wurde er als Kommandeur in den Orden vom Sehringer Löwen aufgenommen. Im Jahr 1849 erhielt er den Orden Pour le Mérite und 1853 den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. 1831 wurde er Mitglied des Instituto di Correspondenza Archeologica. Von Friedrich Kreutzer existiert eine Medaille in Silber und Bronze zum 40-jährigen Dienstjubiläum an der Universität Heidelberg. Wie es in der lateinischen Legende auf dem Revers heißt, der Medailleur war Ludwig Kachel, er signierte auf dem Avers unterhalb des Halses. Kreutzer begründete 1808 mit Karl Daub die Heidelbergischen Jahrbücher. Sein bekanntestes Werk war Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. Indem er für die Mythologie Homers und Hesiods eine frühe orientalische Quelle annahm, hiervon beeinflusst wurden unter anderem Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Johann Jakob Bachofen. Und genau um dieses Buch geht es halt eben, um sein bekanntestes Werk, Symbolik und Mythologie der alten Völker. Und da werden wir jetzt mal kurz reinschnuppern, ja. Und wir werden schon wieder mit etwas in Kontakt kommen, was ihr bei mir schon seit eh und je gehört habt. Und wie gesagt, ich präsentiere euch hier nicht nationale Quellen, wenn das wäre dann so nationalistisch, wenn ich nur albanische Quellen nennen würde. Und deswegen suche ich mir extra explizit internationale Quellen aus. Und wie ihr seht, haben wir es hier mit einem aus der deutschen Dichter- und Denkerlinie. Ja. Ich meine, das ist ja 19. Jahrhundert, 1858 erst verstorben. Bedeutet, das, was der jetzt hier geschrieben hat, ist gute über 200 Jahre alt, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen genau zu diesem Buch. So. Wir gehen zur Hauptseite, damit die Leute es auch sehen, worum es hier geht. Ja. Das ist jetzt hier
von Friedrich Kreuzer, Symbolik und Mythologie. Im Jahre 1819. Wir haben ja über 2020, ja, das sind genau über 200 Jahre sogar. So, weil wie ihr wisst, müssen wir auch zu unserer Art zu denken, wie es damals gewesen ist, oder halt eben Informationen müssen wir auch belegen können anhand Leute, die das recherchiert haben. Und diese Person scheint hier keine 0815 zu sein, ja. Ehrendoktortitel, Ehrenbürger, wissenschaftliche Akademie, hin und her, Philologie, Philosophie, ja. Tja, wie gesagt, kein 0815 aus unseren Reihen, aus YouTube-Studenten, sondern eine namenhafte Persönlichkeit, die ein Buch verfasst hat, er hat ein Buch verfasst und in diesem Buch habe ich Folgendes gefunden. So. Ich muss jetzt erst einmal ein bisschen. Ja, es geht schon gleich am Anfang los. Erstes Buch, allgemeine Beschreibung des symbolischen und mythischen Kreises. Erstes Kapitel, Lehrbedürfnisse und Lehrart der Vorwelt. Glückliche Völker der Vorzeit, gleich anfangs zu klarer Besonnenheit erwacht und fortdauernd in diesem Lichte wandeln, mussten ganz andere Lehrbedürfnisse haben als die Nationen, von denen wir hier zu handeln gedenken. Jenen konnte selbst das Geistige in schlichter Prosa mitgeteilt werden und ihrem hellen Denken musste die eigentlichste Bezeichnung die angemessenste sein. Ob eine so ungefährdete Klarheit des Lebens als der ursprüngliche Zustand des Menschengeschlechts gedacht werden müsse und mithin die nachherigen Denkarten sämtlich nur aus einer allmähligen Verdunkelung erklärbar seien, darüber enthalten wir uns hier aller Untersuchung. Wir haben eine hilflosere Lage unseres Geschlechts und eine Periode zu beschreiben, welche von jener Herrschaft des Geistigen in Gedanke und Ausdruck ferne abliegt. Von dem geringen, ärmlichen Anfang religiöser Erkenntnis unter den Griechen, die uns hier zunächst beschäftigen, gibt uns die Geschichte eine inhaltsreiche bestimmte Nachricht. Und genau die folgende Passage hat mich dazu verleitet, aus diesem Buch zu lesen. Denn hier steht Folgendes. Es opferten aber die Pelasger, wie ich zu Dodona vernommen, anfänglich unter Gebeten den Göttern alles Mögliche. Jedoch legten sie keinem derselben einen Beinamen oder Namen bei, dieweil sie noch niemals dergleichen gehört hatten. So. Wir kommen schon wieder in Kontakt mit diesem Pelasgern. Denn somit beginnt auch die griechische Mythologie, Geschichte und alles, was damit verbunden ist. Nur erzählen die heutigen Griechen nichts mehr davon, also diese Neugriechen erzählen nichts mehr von den Pelasgern, weil es ihnen ein Dorn im Auge ist, weil sie die Geschichtsbücher, also die neuzeitlichen Geschichtsbücher,
ab dem 20. Jahrhundert so weit manipuliert haben, dass diese Pelasger als Barbaren gelten, also als nicht griechischsprachiges Volk. Das kann man ja auch selbst von Wikipedia googeln. Wenn man die Wikipedia, die Pelasger googelt, steht da selbst nicht griechischsprachig. Das kommt ja der Theorie nahe, dass das Neugriechische mit dem Altgriechischen, mit dem Pelasgischen, nichts zu tun hat, weil es halt künstlich rekonstruiert wurde oder konstruiert wurde. Ja, in dem Sinne nennt man es auch Lingua Franca. Hier ist vermerkt, ja, Götter mit einer 3. Jetzt lesen wir mal diese 3. Über das Wesen dieser ältesten griechischen pelasgischen Götter erklärt sich Plato auf eine bemerkenswerte Weise in Kratylus. Heindorf so: Die ältesten Bewohner von Hellas haben meines Bedenkens die allein für Götter gehalten, welche auch jetzt noch vielen Barbaren dafür gelten, Sonne, Mond und Erde, die Gestirne und den Himmel. Wenn Plato hier bloß vermutend spricht, so könnte es auf den ersten Blick gewagt scheinen, diese Stelle zur Grundlage der ältesten Religionsgeschichte Griechenlands zu machen, wie doch neulich Payne Knight. Getan hat. Indessen hätte sich der griechische Philosoph hier immer einen positiveren Ausdruck erlauben dürfen. Denn einmal zeugen viele unzweideutige Spuren dafür, dass der alte Pelasger-Glaube vorzüglich an jenen Gegenständen der Verehrung hing. Und man vergleiche mit jener platonischen Stelle nur die Zeugnisse anderer Schriftsteller, zum Beispiel des Simplicius zum Epiktet und des Eustautius zur Iliade. Sodann sind unter jenen Barbaren gewiss die alten Perser mit gemeint. Und von diesen sagt Herodotus selbst bestimmt dasselbe. Und wir können nach Cäsar an unsere eigenen deutschen Vorfahren mit dabei denken. Bonifatius, der deutschen Apostel und sein Biograf bestätigen oder vervollständigen wenigstens jene Nachrichten der Römer. Somit spreche also auch die Analogie für jenen platonischen Satz, eine Analogie, die wir noch von vielen Seiten her vermehren könnten. So viel zu diesem Götter der Pelasger, die hier mit, wie in der letzten Seite, Sonne, Mond, Erde, Gestirne und Himmel. Und genau das ist es eben. Ich habe euch ja schon zigfach mal erzählt, in der albanischen Sprache haben die Götter Namen der Naturelemente, der Naturereignisse. So ergeben sich die Götternamen in einer fremden Sprache, wie zum Beispiel im Römischen oder im heutigen Griechischen. Natürlich verstehen die das nicht, um welche Naturereignisse es sich handelt, weil sie es ja nur von einem vorherigen Volk übernommen haben. In diesem Fall von diesen Pelasgern. Und wenn selbst von den griechischen Quellen zu verstehen gegeben wird, dass diese Pelasger Barbaren gewesen sein sollen und nicht griechisch sprachen,
dann können ja die sogenannten Griechen oder Römer eben diese Sprache nicht verstanden haben, um welche Naturereignisse es sich handelt. Und somit haben sie halt einfach nur diese Götternamen übernommen, ohne sie zu verstehen. Hier wird aber noch ein weiterer Schritt getan, indem dieser Pelasger-Glaube mit den Persern, diese Barbaren auch mit den Persern gleichgesetzt werden. Das ist natürlich gar nicht mal so abwegig, weil wir reden hier von Mesopotamien, vom alten, von den alten Sumerern, von den alten Babyloniern, die wirklich eine Verbindung auch zu diesen Pelasger-Stämmen zeigen anhand der Sprache. Nun gut. Wir lesen weiter. Wir haben genau hier aufgehört bei den Göttern. Also, Götter benannten sie und deshalb, weil sie alle Dinge in Wohlordnung gesetzt und alles in Einteilung gebracht. Später nach Ablauf geräumer Zeit erfuhren sie der übrigen Götternamen und viel später noch den des Dionysos. Darauf befragten sie sich dieser Namen wegen zu Dodona. Denn dieses Orakel wird für das älteste in Hellas gehalten und war dazumalen das einzige. Da die Pelasger nun in Dodona anfragten, ob sie die von den Barbaren herkommenden Namen gebrauchen sollten, so antwortete das Orakel, sie sollten sie gebrauchen. Von dieser Zeit an gebrauchten sie dann diese Götternamen, wann sie opferten. Von den Pelasgern aber empfingen sie nachgehends die Hellenen. Also hier steht selber geschrieben. Diese Hellenen, was uns heute als Griechen bekannt sind, haben diese Götterrituale plus Götternamen von diesen Pelasgern empfangen. Dieser rohe Dienst eines hilflosen Volkes, das nur in stummen Handlungen dem Drange des andächtigen Gemüts Luft macht, wie sehr unterscheidet er sich nicht von den beredten Göttergeschichten, in welchen, wie dieselbe Urkunde sagt, zuerst durch Hesiodus und Homerus bereits ein jeglicher Gott sein Geschlechtsregister, seine Ehren und Ämter, seine Beinamen und seine bildliche Gestalt erhalten hatte. Jener ratlose Zustand einer fast stummen Verehrung und diese märchenreiche, geschwätzige Religion setzen notwendig einen Mittelzustand des allmähligen Übergangs von einem in das andere voraus. Wie diese Zwischenperiode beschaffen war, können wir aus manchen Nachrichten desselben Geschichtsschreibers schließen, zum Beispiel aus dem willkommenen Bericht von der Gestalt der alten pelasgischen Hermesbilder und von der daran geknüpften Lehre der Priesterschaft auf Samothrake. Es war eine Zwischenperiode des Priestertums. Diese Priester nun einem so spracharmen Volke gegenübergestellt, mit welchen Forderungen konnten sie ihm nahen? Nicht mit der Voraussetzung eines großen Vorrats von Begriffen und einer damit in Verhältnis stehenden geistigen Gewandtheit. Der Vernunftsschluss und alles, was dialektische Übung fordert, war hier so wenig an seiner Stelle, dass selbst der einfache Satz des diskursiven Denkens seine Wirkung verfehlen musste. Durch direkte Mitteilung werden Menschen in jener Lage nicht gebildet und der Richtweg der Demonstration ist hier nicht der kürzeste. Das reinste Licht der lautesten Erkenntnis muss sich zuvor in einem körperlichen Gegenstande brechen, damit es nur im Reflex und im gefärbten, wenn auch trüberen Schein auf das
ungetrübter Auge falle. Nur das Imposante kann aus dem Schlummer halbtierischer Dumpfheit aufwecken. Was ist aber imponierender als das Bild? Die Wahrheit einer balsamen Lehre, welche auf dem weiten Wege des Begriffs verloren gehen würde, trifft im Bilde unmittelbar zum Ziele. Das Geistige in den Moment eines Blickes und in den Brennpunkt des Augenblicklichen und Augenscheinlichen zusammengedrängt ist für rohe Gemüter erwecklicher als die gründlichste Belehrung. Dass nun die ältesten Lehrer des Griechenvolks jene Grundsätze des menschlichen Geistes und jene Bedingungen ihres Geschäfts wohl verstanden und in dieser Überzeugung gehandelt haben, dafür sprechen die unzweideutigsten Zeugnisse. Ein Schriftsteller, der den religiösen Instituten der griechischen Vorwelt eine löbliche Aufmerksamkeit gewidmet hat, lässt sich darüber so vernehmen. Ich gelangte nachher zu der Einsicht, dass die Weisesten unter den Griechen nicht in deutlichen Worten, sondern auf eine rätselhafte Weise ihre Gedanken vor Zeiten vorgetragen haben. Daher betrachte ich auch das, was sie von dem Kronos sagen, als eine Äußerung weiser Überlegung. Das hohe Altertum und die Allgemeinheit dieser Lehrweise bezeuget nicht minder Clemens von Alexandria. Wie ich denn sagte, bewiesen habe, dass der symbolische Vortrag alt sei und dass sich desselben nicht nur unsere Propheten bedient haben, sondern auch die meisten Lehrer der alten Griechen und nicht weniger der verschiedenen Nationen unter den Barbaren. Und wenn der zuerst genannte Schriftsteller jener Lehrart als eine Frucht der Klugheit preist, so stimmt ihm in anderen Stellen der Letztere nicht nur bei, sondern macht auch auf die Notwendigkeit dieser Methode in Beziehung auf die Bedürfnisse der Lehrlinge in der Vorzeit aufmerksam. Dass aber insbesondere die imposante Kürze Grundcharakter ältester Religionslehre war, darüber erlaubt uns eine andere Stelle des Pausianers keinen Zweifel, wo dieser in einem sehr verständigen Urteile über die älteste griechische Lehrpoesie gerade die Kürze zum sicheren Merkmal derselben macht und ausdrücklich hinzusetzt, sie ermangelten des Reizes schöner Form. Es war dies also noch nicht jene besser ausgestattete Dichtkunst, in welcher, wie Pindarus singt, die Weisheit lockend durch Mythen zaubert, sondern ein rauherer Priesterton, der ein gewichtvolles Wort in einem grellen Bilde ausprägt und dem Gedächtnis wie dem Willen des Zuhörers gebietend alle Schmeichelkünste verschmäht, wodurch der dem Schönen huldigende Dichter die Fantasie der Völker fesselt. Ob es sich jetzt noch rentiert, weiterzulesen, ja, weiß ich nicht. Für mich reicht das eigentlich, was ich hier gelesen habe. Weil, wie ihr seht, geht es hier um eine Religion. Das bedeutet, die Griechen haben die Götternamen von den Pelasgern übernommen. Die Pelasger standen vielleicht sogar in Verbindung mit den alten Sumerern Babylonien. Und ohne zu wissen,
was diese Namen bedeuten, nahmen die Griechen dieses Wissen in sich auf und lehrten das anhand ihrer Priester. So wird es hier, so wird es mir hier vermittelt. Ja. Aber gut. Wie ihr seht, kommen wir in der Geschichte, das heißt, wenn man die Geschichte jetzt zurückdreht, 200, 300, 400, 500 Jahre zurück, kommen wir bei den Dichtern und Denkern Europas, seien es aus Österreich, seien es aus dem heutigen Deutschland, seien es Schweizer, seien es sogar Juden selbst, Hebräer, kommen wir nicht um diese Pelasger drumherum. Das ist der erste Teil der Vorlesung Symbolik und Mythologie der alten Völker von Friedrich Kreuzer. Jetzt machen wir einen Sprung von der Antike in Spätantike, frühes Mittelalter bzw. Mittelalter, 15. Jahrhundert. Und haben es hier und haben es hier mit einem Juden zu tun, ja, Julius Piscus. Gucken wir mal, was der so schreibt. So. Wir haben hier das Buch Illinois, University of Illinois, Library of the University of Illinois, bla 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 bla. Ihr wisst ja, ne? Skanderbeg, historische Studie von Julius Piscus. Julius Piscus war unter anderem österreich-ungarischer Konsul stationiert in Janina. Janina wird heute als griechisch vernommen. Also wiederum im unteren Teil vom Balkan. Wie ihr seht, Buch gedruckt in Wien, 1894 oder 1804, glaube ich. Also wiederum geht es hier um eine Geschichte vor 200 Jahren. Vorwort skippen wir mal. Also doch 1894. Und wir kommen gleich zum ersten Kapitel. Ja. Und lesen die Geschichte dieses Mannes. Und was mich dazu bringt, die Geschichte dieses Mannes zu lesen, ist halt eben aus dem Andrang, dass viele hier der Teilnehmer, die aus slawischer Herkunft sind, einen Albaner als Lügner betiteln und sich damit rühmen und schmücken wollen, dass sie selbst die Wahrheit erzählen und wir erzählen Lügen. Wir lesen aus Büchern, was eben namenhafte Persönlichkeiten hinterlassen haben und keine 0815 Idioten aus YouTube, die Fantasy-Märchen erzählen, ohne mit Fakten und Beweise etwas zu belegen, was sie behaupten. Und genau das zeige ich euch, wie das geht, mit Fakten und Beweise etwas zu belegen anhand alter Schriften, anhand Autoren, die genug darüber verfasst und geschrieben haben. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts herrschte im heutigen Albanien eine Anzahl mehr oder weniger selbstständiger Fürsten, unter denen Johannes Kastriota, das ist hier auf Europäisch geschrieben, auf unserer Sprache heißt es John, wie im Englischen John gesagt wird. John. John.
John Castriota einer der angesehensten war. Die Castriotas stammten angeblich aus Emathia in Mazedonien und beherrschten das Gebiet von Kroja samt einem Teile des Landstriches Dibr. Aus Dibr sind meine Vorfahren mütterlicherseits. Die Behauptung einiger neuerer Historiker, dass die Castriotas serbischen Ursprungs seien, dürfte wohl auf den Umstand zurückzuführen sein, dass John Castriota mit Vojsava, Tochter eines tribaler Fürsten, vermählt war, woher auch die teilweise slawischen Namen seiner fünf Töchter Mara, Djela, Angelina, Ulaisa und Mamisa und vier Söhne Reposius, Stanica, Konstantin und Gerg, was im Europäischen Georg genannt wird, der nachmalige Skanderbeg, zu erklären sind. Nach Angabe der zeitgenössischen Schriftsteller soll schon die Geburt Gergs von allerlei Wunderzeichen begleitet gewesen sein. So, kurzer Break. Musste kurz mit Frau was klären. Also, nach Angabe der zeitgenössischen Schriftsteller soll schon die Geburt Gers von allerlei Wunderzeichen begleitet gewesen sein. Über seine ersten Lebensjahre wird berichtet, dass er trotz seines zarten Alters in allerlei Kampfspielen den Brüdern überlegen war, sich in allen körperlichen Übungen sehr gewandt zeigte und eine außergewöhnliche Begabung verriet. Die Uneinigkeit der einzelnen albanesischen Machthaber unter sich machte einen erfolgreichen Widerstand gegen die vordringenden Osmanen unmöglich. Trotzdem, selbst die mächtigsten Fürsten wie Arianites Topia Comenius, Herr eines großen Teiles des Epirus, sich den türkischen Heeren unterworfen hatten, versuchte John Castriota dennoch, die Unabhängigkeit seines Vaterlandes zu verteidigen. Allein ohne fremde Hilfe musste er sich bald nach kurzem, verzweifelten Widerstande ergeben und seine vier Söhne als Geisel nach Adrianopel senden. Über das Schicksal der Brüder Georgs ist nichts Näheres bekannt. Ob Murat II. Sie nach dem Tode ihres Vaters vergiften ließ, wie allgemein behauptet wird, erscheint fraglich. In jedem Falle scheinen dieselben jedoch gleich Gerg gezwungen worden zu sein, die mohammedanische Religion anzunehmen, bei welcher Gelegenheit unser Held den Namen Skanderbeg erhielt. Ich weiß nicht, ob es jetzt weiter noch erklärt wird, aber ich erkläre es mal selber aus eigener Interpretation. Ja. Er heißt ja gar nicht Skanderbeg, er heißt ja eigentlich nur Gerg Castrioti. Der Name Skanderbeg wird ihm selbst von Murat II. Gegeben, weil er in ihm Potenzial erkennt,
Und er gibt ihn einen besonderen Titel, den Titel Bey. Bey bedeutet auf Türkisch so viel wie auf Deutsch Fürst, Herr, Fürst. Der Vorderteil des Namens Skanderbeg gab der Sultan ihm wegen seiner Herkunftsgeschichte, um ihn mit Alexander dem Großen in der Blutlinie zu identifizieren. Sogar die Türken wussten damals die Geschichte der Arnauten, der Albaner. Und zwar nannte man ihn Iskander, weil Beg ist der Titel Fürst dahinter. Bey. Iskander Bey. Iskander ist eben auf Türkisch Alexander. Und damit, um ihn zu identifizieren mit Alexander dem Großen, einem Helden. Nun gut. Der junge Skanderbeg erfreute sich bald infolge seines gewinnenden Auftretens sowie seiner hervorragenden körperlichen und geistigen Eigenschaften außerordentlicher Beliebtheit am türkischen Hofe. Er erhielt eine sorgfältige, selbstverständlich dem Charakter der damaligen Zeit entsprechend vorwiegend militärische Erziehung. Scheint jedoch auch wissenschaftlichen Unterricht genossen zu haben, da er außer seiner Muttersprache das Türkische, Griechische, Arabische und Italienische beherrschte. Im Alter von 18 Jahren wurde Skanderbegs sehnlichster Wunsch, sich aktiv an den Kämpfen gegen die Feinde des Sultans zu beteiligen, erfüllt. Murat II., welcher mittlerweile den Thron bestiegen hatte, gab dem Drängen des jungen Kriegers nach und ernannte ihn zum Sandschak, in welcher Eigenschaft er an einem Feldzuge gegen den Fürsten von Anatolien teilnahm. Details liegen hierüber nicht vor. Es wird jedoch allgemein behauptet, dass sich Skanderbeg hierbei mit Ruhm bedeckt habe. Es scheint, dass er noch zu wiederholten Malen gegen Anatolien ziehen musste, bis er diese Provinz gänzlich unterwarf. Jedoch finden sich auch über diese späteren Feldzüge, gleich wie über den ersten, nur sehr spärliche Aufzeichnungen. In Adrianopel, seit 1366 Residenz der türkischen Sultane, erwartete den jungen Helden bei seiner Rückkehr ein glänzender Empfang. Murat II., welcher gleich Mohammed I. in Skanderbeg eine wertvolle Stütze für seine kriegerischen Zwecke erblickte, überhäufte den Sieger mit Geschenken und Ehrentiteln und zeichnete ihn in Gegenwart des gesamten Hofes durch die schmeichelhaftesten Anreden aus. Kurze Zeit nachdem Skanderbeg von seinem letzten entscheidenden Feldzuge gegen Anatolien nach Adrianopel gekommen war, hatte er zwei Duelle zu bestehen, welche in ziemlich übereinstimmender Weise von sämtlichen älteren und neueren Schriftstellern geschildert werden. In damaliger Zeit, wo die persönliche Kraft des Einzelnen noch häufig maßgebend für den Sieg war, herrschte auch in Friedenszeiten der Brauch, dass einzelne besonders kampfgeübte Streiter von Stadt zu Stadt zogen, um die tapfersten zum Zweikampfe herauszufordern. Einer dieser fahrenden Kämpfer, ein Tartare von herkulischem Körperbau, kam auch im Jahre 1429 nach Adrianopel und provozierte lange vergeblich sämtliche Krieger aus dem Gefolge Murat II. Die äußerst harten Kampfbedingungen sowie der ihm vorausgehende Ruf der Unbesiegbarkeit schreckten selbst die tapfersten
vom Kampfe ab. Skanderbeg allein wagte es, sich dem Riesen entgegenzustellen, welcher, als er die schmächtigste Gestalt des 25-jährigen Jünglings erblickte, seine höhnenden Zurufe noch verdoppelte. Die beiden Gegner standen sich jeder bloß mit einem Dolch bewaffnet, vollständig entblößt in einem abgegrenzten Raume gegenüber. Nach kurzem Kampfe, welcher unter atemloser Spannung des ganzen Hofes sowie in Gegenwart einer großen Volksmenge stattfand, streckte Skanderbeg den Tartaren unter dem endlosen Jubel der Zuschauer tot zu Boden. Nicht weniger glücklich war Skanderbeg wenige Monate nachher in Bursa, wohin Murat II. Gezogen war, in einem Doppelduell gegen zwei vornehme Perser namens Yahya und Sampsa, welche dem Sultan ihre Dienste angeboten hatten und als Probe ihres persönlichen Mutes sich erbötig machten, zu Pferde mit Lanze, Schwert und Schild bewaffnet, mit den tapfersten aus dem Gefolge des Sultans zu kämpfen. Skanderbeg bat sofort um die Gunst, sich mit dem Fremden messen zu dürfen, und schwang sich auf sein Pferd. Ja, welcher ihm zuerst entgegenritt, wurde bald derart in die Enge getrieben, dass sein Genosse Sampsa entgegen den Kampfbedingungen von rückwärts, also von hinten, als hinterlistig, entgegen den Kampfbedingungen versteht man hinterlistig, von rückwärts mit eingelegter Lanze auf Skanderbeg zusprengte. Letzterer jedoch wendet blitzschnell sein Pferd, durchbohrt den Verräter mit der Lanze, erwartet hierauf den ihn entgegenstürmenden Yahya und tötet auch diesen mit einem mächtigen Schwerthieb, der angeblich den Perser in zwei Hälften geteilt haben soll. Nach einigen undeuteteren Feldzügen in Asien wurde Skanderbeg von Murat II. Nach Europa gesendet. Wir sind hier bei einem der viel bestrittensten Punkte im Leben unseres Helden angelangt, nämlich bei seinem Verhalten im Kampfe gegen christliche Feinde. Dass Skanderbeg, trotzdem er sich öffentlich zum Islam bekannte, alle Zeit auch mitten unter seiner türkischen Umgebung ein guter Katholik blieb, darüber kann wohl kein Zweifel bestehen. Am Hofe Murat II. Lebten zahlreiche vornehme Albanesen, welche alle in Skanderbeg den zukünftigen Befreier ihres Vaterlandes erblickten und ihn fortwährend in den Lehren des Christentums unterrichteten. Schwieriger ist jedoch die Frage, ob es demselben möglich war, in den Kämpfen gegen seine Glaubensgenossen dieselben stets zu schonen. Valetius und Sansovinus berichten, dass Skanderbeg in höchst geschickter Weise in seinen Feldzügen gegen Griechen und Ungarn ernstliche Zusammenstöße vermied, falls er Gefangene machte, denselben ihr Schicksal auf alle mögliche Weise zu erleichtern suchte und dabei stets so zu manövrieren wusste, dass er sich die vollste Zufriedenheit des Sultans errang. Andere Autoren behaupten, er sei ein gleich furchtbarer Gegner für Muselmänner und Christen gewesen. Beweis dessen sei seine Eroberung Serbiens unter Georg Vukovic oder Brankovic und die Vertreibung des Metropoliten Novemonte aus diesem Lande. Das Richtigste dürfte wohl in der Mitte liegen, ohne Zweifel. Zog Skanderbeg es vor, gegen Nichtchristen zu kämpfen, allein er hätte seine hohen Ziele auf das Äußerste gefährdet, wenn er im Kampfe gegen seine Glaubensgenossen sich lediglich auf die Rolle des müßigen Zusehers beschränkt hätte.
Im Jahre 1432 starb John Castriotti. Murat II. Sandte sofort seine Generäle Chevalli an der Spitze eines Armeekorps, um sich in den Besitz des ganzen Fürstentums zu setzen. Die türkischen Truppen begegneten keinem ernsten Widerstande. Einerseits schienen die Besatzungen von Kroja und den anderen festen Plätzen nicht genügende Mittel zur Verteidigung gehabt zu haben. Andererseits mag das Volk selbst geglaubt haben, dass diese Besitzergreifung nur eine provisorische sei und dass das Land einem der Söhne des verstorbenen Fürsten ehestens übergeben werde. Wie schon früher erwähnt, liegen über das Schicksal der drei Brüder Skanderbegs keine authentischen Daten vor. Die älteren Autoren bezeichnen das Jahr 1432 als das ihres gewaltsamen Todes durch Gift, welches Murat II., um sich den Besitz des Landes zu sichern, ihnen angeblich verabreichen ließ. Wir halten jedoch die Version, dass dieselben schon früher eines natürlichen Todes gestorben seien, für die wahrscheinlichere. In jedem Falle war nun Skanderbeg der einzige rechtmäßige Erbe und scheint Murat II. Diesem gegenüber in nicht geringer Verlegenheit gewesen zu sein. In wiederholten Gesprächen mit demselben ließ er durchblicken, dass er nicht gesonnen sei, ihm sein väterliches Erbe vorzuenthalten, dass er jedoch vorläufig noch seines starken Armes bedürfe, um den Staat gegen die von verschiedenen Seiten, namentlich von Ungarn, drohenden Gefahren zu schützen. Skanderbeg dürfte wohl bereits unmittelbar nach dem Tode seines Vaters den festen Entschluss gefasst haben, sein Vaterland zu befreien. Umso mehr, als er von den zahlreichen Bedrückungen, die sich die Türken daselbst zu Schulden kommen ließen, durch seine Freunde wohl unterrichtet war. Es scheint jedoch, dass er den günstigsten Moment zum energischen Handeln noch nicht für gekommen erachtete und sich vorläufig damit begnügte, List gegen List anzuwenden, indem er den Sultan stets mit der Versicherung beruhigte, dass er die Ehre auf dem Schlachtfelde allen anderen Auszeichnungen vorziehe. Tatsächlich sehen wir ihn noch 11 Jahre lang mit verschiedenen Truppenkommanden betraut, mit gleichgünstigem Erfolge im Dienste Murat II. Kämpfen. Im Jahre 1443 beschloss Papst Eugenius IV. Dem Despoten von Serbien, Georg Vukovic oder Brankovic, welcher von Murat II. Seines Thrones beraubt worden war, zu Hilfe zu kommen und eine gewaltige Koalition des Abendlandes gegen den immer mächtiger werdenden Türkenkaiser aufzubieten. Brankovic war nach seiner Niederlage nach Ungarn geflohen, um dort Hilfe zu suchen, und hatte seine Söhne in der Festung Semendria, welche er für besonders widerstandsfähig hielt, zurückgelassen. Im Jahre 1438 wurde jedoch Semendria von Murat II. Erobert und die beiden Söhne des Despoten nach Kleinasien geführt, wo man sie blenden ließ. Der König von Ungarn, Albrecht von Österreich, Schwiegersohn des deutschen Kaisers Sigismund, konnte angesichts der in seinem Lande herrschenden Anarchie trotz der flehentlichen Bitten Brankovics unter Anstrengungen Johann Hunyadis kaum 24.000 Mann aufstellen, welche nicht einmal imstande waren, Semendria wieder zu erobern. Das ungarische Heer löste sich in wenigen Wochen auf und Brankovic floh nach Ragusa. Im Jahre 1439 starb Albrecht von Österreich und Johann Hunyadi, der Vormund des im Februar 1440 nachgeborenen Sohnes Albrechts, Ladislaus Postumus, bot die ungarische Krone dem jungen König von Polen, Ladislaus III., an, welcher dieselbe am 21. Februar
1440 in Krakau annahm. Da jedoch die Witwe Albrechts Elisabeth den König von Polen an der Besitznahme von Ungarn zu hindern versuchte, entstand daselbst ein langwieriger Bürgerkrieg gerade zu einer Zeit, in welcher das Land alle seine Kräfte hätte aufbieten müssen, um sich der Osmanen zu erwehren. Während Murat II. Vergeblich versuchte, sich der Festung von Belgrad zu bemächtigen, kam es infolge der inneren Wirren in Ungarn zu einer Doppelkrönung, in dem der 4 Monate alte Ladislaus Posmutus im Mai 1440 und Ladislaus III. Im Juni desselben Jahres zum Könige von Ungarn gekrönt wurde. Hunyadi erfocht trotz der misslichen Zustände in Ungarn im Laufe der Jahre 1441 und 1442 über die türkischen Truppen mehrere bedeutende Siege, welche Murat II. Veranlassten, ein Heer von 80.000 Mann unter Schahin Pascha über die Donau nach Siebenbürgen zu senden. Dasselbe wurde jedoch von Hunyadi am Pass des Eisernen Tores vernichtet. Im Jahre 1442, Dezember, starb Elisabeth und hiermit hatte der Bürgerkrieg in Ungarn sein Ende erreicht. Ladislaus Postumus wurde zwar als rechtmäßiger König anerkannt, jedoch setzte es Papst Eugenius IV. Durch, dass Ladislaus III. Von Polen an der Spitze ungarischer Truppen gegen Murat II. Ins Feld ziehen konnte. Trotz der Bemühungen des Papstes, welcher in ganz Europa den Kreuzzug gegen die Türken predigen ließ, scheint das ungarische Heer, welches unter den Befehlen von Hunyadi, Georg Brankowitsch und Ladislaus III. Stand, nicht allzu zahlreich gewesen zu sein. Murat II. Wollte seinen Feinden zuvorkommen und deren Einmarsch nach Serbien verhindern. Er sandte ihnen deshalb den Vortrab seines Heeres in der Stärke von 20.000 Mann unter dem Kommando Karam Paschas von Rumelien und Skanderbegs entgegen. Bei dem Flusse Morava stießen die beiden Armeen aufeinander. Hunyadi beschloss sofort, die Offensive zu ergreifen. Er übersetzte die Morava mit 10.000 Mann und griff die türkischen Truppen mit großem Ungestüm an. Hatte Skanderbeg bereits vor der Schlacht den Plan, dieses Rekontre zu benutzen, um mit seinen Getreuen nach Albanien zu fliehen? Bestand zwischen ihm und Hunyadi schon damals ein geheimes Einverständnis? Kam ihm erst, als er die Verwirrung der unter dem Kommando Karam Paschas stehenden türkischen Truppen bemerkte, der Gedanke zu fliehen? Die Beantwortung dieser Frage erscheint angesichts des vollständigen Mangels an historischen Dokumenten außerordentlich schwierig. Während einige Autoren berichten, dass Skanderbeg bereits vor der Schlacht die in seinem Gefolge befindlichen Albanesen, unter denen besonders sein Neffe Hamza sein vollstes Vertrauen genoss, in sein Zelt rief, um ihnen seine Pläne mitzuteilen, erzählen andere, dass er erst, als er das siegreiche Vordringen Hunyadis bemerkte, beschloss, allmählich zurückzuweichen, um so dann die günstige Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Wenn nun auch behauptet wird, dass Hunyadi durch die unter seinen Soldaten angebrochene Dysenterie sich veranlasst sah, zum Angriffe vorzugehen, so möchten wir dennoch bezweifeln, dass derselbe sich mit 10.000 Mann den überlegenen türkischen Truppen entgegengestellt hätte, wenn er nicht der zweideutigen Haltung Skanderbegs, den er als besonders gefährlichen Gegner genau kennen musste, im Vorhinein sicher gewesen wäre. Die Schlacht endete mit einer furchtbaren Niederlage der Türken, welche durch das Zurückweichen Skanderbegs derart entmutigt waren, dass sie an einen ernsten Widerstand nicht dachten. Skanderbeg zögerte nun nicht, alle Vorbereitungen zum sicheren Gelingen seiner Flucht zu treffen.
Er bemächtigte sich des Reis-Effendi des Sultans, welcher dem Oberkommandanten Karam Pascha zugeteilt war, ließ denselben fesseln und zwang ihn sodann, ein Befehlsschreiben an den Gouverneur von Kroja auszustellen, in welchem derselbe im Namen des Sultans angewiesen wurde, Skanderbeg die Stadt und die Regierung des Landes zu übergeben. Kaum war die Vollmacht ausgefertigt, wurde der Reis-Effendi niedergemacht. Dieser Akt ganz nutzloser Grausamkeit wird von vielen damit gerechtfertigt, dass Skanderbeg vermeiden wollte, dass Murat II. Von dem Vorfall rechtzeitig benachrichtigt werde, um allfällige Contres Ordres zu geben. Allein wir müssen diese Verteidigung angesichts der geringen Entfernung des Tatortes von Dibre 7 Tage als hinfällig bezeichnen, dass Skanderbeg wohl wissen musste, dass jede Gegenmaßregel des Sultans zu spät kommen würde. Ausgerüstet mit diesem wertvollen Dokumente zog Skanderbeg in Einmärschen nach Ober-Dibre, heute Dibre-Sibre, wo selbst er am 7. Tage angelangte. Sämtliche unter seinen Befehlen stehende Albanesen, circa 300 an der Zahl, hatten sich ihm angeschlossen. Sansovinus berichtet, dass er auf dem Wege nach seinem Fürstentume türkische Soldaten begegnet hätte. Augenscheinlich sind hiermit die Besatzungstruppen der festen Plätze gemeint, welche seinen Mitteilungen, dass er nunmehr vom Sultan sein rechtmäßiges Erbe erhalten habe, vollen Glauben schenkten. Einige von ihnen hätten sich ihm sogar als Führer nach Kroja angeboten, worauf Skanderbeg seinen Weg sofort dorthin fortgesetzt hätte. Diese Darstellung erscheint uns jedoch sehr wenig glaubwürdig, dass Skanderbeg naturgemäß erst die Stimmung des Landes, welches er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte, sondieren musste und übrigens unter seiner Begleitung und in Dibre viel verlässlichere Führer nach Kroja hatte als türkische Soldaten. Wir halten demnach die Erzählung Biemis und anderer für richtiger, der zufolge Skanderbeg vor allem die seinem Hause stets besonders ergebenen Dibraner von seinem Eintreffen benachrichtigte. Letztere begrüßten den auch ihren angestammten Fürsten mit hellem Jubel und erklärten sich bereit, auf den ersten Ruf zu den Waffen zu greifen. Skanderbeg wählte 2 wegkundige Führer und begab sich nach einem eintätigen Aufenthalte in Dibre mit geringem Gefolge nach Kroja. Der Rest seiner Begleitung musste sich in einem Gehölze in der Nähe der Stadt verborgen halten. In der Nähe von Kroja angelangt, sandte er seinen Neffen Hamza mit 2 Albanesen voraus, um dem türkischen Befehlshaber seine Ankunft anzuzeigen. Hamza entledigte sich seiner Aufgabe mit vielem Geschicke, so dass der Gouverneur, als ihm Skanderbeg wenige Stunden später das gefälschte kaiserliche Befehlsschreiben vorzeigte, augenblicklich seine Vorbereitungen zur Abreise traf und Garnison und Volk von der Ernennung des neuen Statthalters benachrichtigen ließ. Nachdem Skanderbeg den Vornehmsten der Stadt insgeheim die wirkliche Sachlage auseinandergesetzt hatte, wurde beschlossen, die Dunkelheit abzuwarten, sodann die außerhalb der Stadt verborgenen Albanesen hereinzulassen, hierauf die Tore zu schließen und auf ein gegebenes Zeichen die ganze Bevölkerung gegen die türkischen Truppen zu den Waffen zu rufen. So geschah es denn auch. Und als das verabredete Signal gegeben wurde, stürzten aus allen Häusern bewaffnete Albanesen heraus,
Die schlauftrunkenen türkischen Wachposten wurden niedergemacht und bald begann ein furchtbares Gemetzel, dem selbst Skanderbeg nicht Einhalt zu tun vermochte. Der türkische Gouverneur war einer der ersten, welcher der lange verhaltenen Wut des Volkes zum Opfer fiel. Bei Tagesanbruch eilte Hamza nach Unterdiebre, um auch dort die Bevölkerung gegen die fremden Bedrücker zu den Waffen zu rufen. Inzwischen wurde in Kroja bei Trompetenschall verkündet, dass allen denen, welche den mohammedanischen Glauben sofort abschwören wollten, das Leben geschenkt werde. Da jedoch nur einige wenige Türken sich hierzu bereit erklärten, begann das Massaker von neuem und endete erst mit der vollständigen Vernichtung sämtlicher Mohammedaner. Von allen öffentlichen Gebäuden wurden die ottomanischen Insignien heruntergerissen und durch das Wappen Skanderbegs, ein zweiköpfiger schwarzer Adler auf rotem Felde, ersetzt. In wenigen Wochen war, mit Ausnahme von 4 festen Plätzen, das ganze Land von den Türken gesäubert. Von allen Seiten strömten Scharen Bewaffneter nach Kroja, um Skanderbeg ihre Dienste anzubieten, so dass sich derselbe bald an der Spitze einer nicht unbedeutenden Truppenmacht sah, mit welcher er hoffte, die noch in den Händen der Fremden befindlichen Festungen zu erobern. Er zog vorerst nach Unterdiebre, wo Hamza ihn an der Spitze von 2000 Dibranern erwartete. Biemi gibt die Zahl der Streitkräfte, über welche Skanderbeg nach seiner Vereinigung mit Hamza verfügte, auf 12.000 Mann an. Unter den zahlreichen kleinen Fürsten, welche sich ihm schon damals anschlossen, verdient an erster Stelle Moses Golemi, welcher als türkischer Vasall einen Teil von Dibre beherrscht hatte, genannt zu werden. Derselbe wurde, wie wir in der Folge sehen werden, einer der tapfersten Generäle unseres Helden. Die 4 festen Plätze, welche allein noch Skanderbeg Widerstand leisteten, waren Petrelia, Petralba, Stelusio und Steffigrad. Die beiden ersteren wurden nach kurzer Gegenwehr erobert und den Garnisonen freier Abzug gewährt. Der Gouverneur von Stelusio, Desdrota, wollte den Kampf mit den Albanesen ernstlich aufnehmen. Er wurde jedoch samt mehreren höheren Offizieren von den Bewohnern der Stadt gefesselt und an Skanderbeg ausgeliefert, worauf auch diese Festung sich ergab. Gegen Svetigrad, welches seiner geografischen Lage wegen einer der strategisch wichtigsten Punkte war, hatte Skanderbeg sofort nach seiner Vereinigung mit Hamza ein Beobachtungskorps von 2000 Mann gesendet. Die ungünstige Jahreszeit, anfangs Dezember 43, sowie Gerüchte über bedeutende Rüstungen Murats II. Veranlassten ihn jedoch, Moses Golemi den Auftrag zu geben, die Festung mit 3000 Reitern zu zernieren, während er selbst mit den Resten seiner Truppen nach Kroja eilte. Dort selbst wurde das Weihnachtsfest mit besonderem Glanze begangen, welche durch den feierlichen Übertritt Hamzas zum Katholizismus noch erhöht wurde. Die Wintermonate des Jahres 1444 verbrachte Skanderbeg mit eifrigen Rüstungen. Er ließ die Stadt Kroja befestigen und bereiste das ganze Land, um überall Anordnungen behufs einer wirksamen Verteidigung gegen den gemeinsamen Feind zu treffen. Murat II. War vorläufig durch Hunyadi derart in Schach gehalten, dass er die beabsichtigte Züchtigung seines ungetreuen Feldherrn auf einen späteren Zeitpunkt verschieben musste. Skanderbeg verstand es, diese ihm gebotene Frist auszunutzen. Er sah ein,
dass bei allem Enthusiasmus, mit welchem sein Volk an ihm hing, ein erfolgreicher Widerstand gegen die überaus zahlreichen türkischen Heere nur dann möglich wäre, wenn sich die verschiedenen albanesischen Machthaber verbünden würden. Er lud daher die hervorragendsten Fürsten ganz Albaniens zu einer Besprechung nach Alesio ein, indem er hierbei mit Vorbedacht gerade diese Stadt aus dem Grunde wählte, weil dieselbe damals der Republik Venedig gehörte und somit gewissermaßen auf neutralem Gebiete lag. Dieser sogenannte Fürstentag in Alesio fand am 2. März 1444 statt. Fast sämtliche Eingeladenen folgten dem Rufe Skanderbegs. Das Verhältnis derselben untereinander festzustellen, ist ziemlich schwierig. Die Behauptung einiger Autoren, dass schon damals ganz Albanien zwischen Arjanites, Topia und Skanderbeg in der Weise geteilt war, dass die südalbanesischen Fürsten Vasallen der Ersteren und die nordalbanesischen Vasallen des Letzteren waren, ist entschieden irrig. Allerdings dürften die beiden eine Art geistige Suprematie auf ihren Nachbarn ausgeübt haben. Unter den Erschienenen verdienen besonders genannt zu werden Arjanites Topia Comnenus, der nachmalige Schwiegervater Skanderbegs mit Andreas Topia, die Brüder Dukagin, Nikolaus und Paulus, Lukas, albanesisch Lek Zacharia, Herr von Danja, George Stresius, Bieminentin Paulo Stresio, Sohn Balschas, ein Neffe Skanderbegs, Peter Spanos, Herzog von Drivasto, mit seinen Söhnen Lukas Duschmann, Herr von Pulati, Stefan Tschernojewje, auch Tschernovic, Fürst von Montenegro, welcher gleichfalls mit Skanderbeg verwandt war, und viele andere. Auch die Republik Venedig hatte die Gouverneure von Scutari und Alessio zur Beratung entsendet. Dieselben hatten jedoch den Auftrag erhalten, lediglich als Zuhörer zu erscheinen. Überhaupt war die Haltung des Signoria Skanderbeg gegenüber ein äußerst reservierter. In den Archiven der Stadt Venedig wurden in neuerer Zeit zahlreiche Dokumente gefunden, aus welchen klar hervorgeht, dass man denselben lange Zeit hindurch misstraute, ja ihn sogar anfangs für einen geheimen Parteigänger Murat II. Hielt. Die Rede, welche Skanderbeg in Alesio an die versammelten Fürsten hielt, bietet einen glänzenden Beweis seiner hohen staatsmännischen Klugheit und seiner hinreißenden Beredsamkeit, weshalb wir hier den ungefähren Wortlaut derselben, wie ihn der Anonymus des Birmi überliefert hat, folgen lassen. Es ist wohl überflüssig, dass ich euch, o treffliche und weise Fürsten, den Hass der Türken gegen die Anhänger unseres Herrn Jesus Christus schildere. Die vielen Wunden, mit denen die ganze Christenheit und Albanien selbst bedeckt sind, bezeugen ihn zu Genüge. Auch ihr, Fürsten Albaniens, habt es erfahren, dass unsere Feinde mit unseren Gütern sich bereichern und uns vernichten wollen. Lasst mich nun erst die Ursachen des bisherigen Missgeschickes auseinandersetzen, damit wir alsdann über die wirksamste Abhilfe uns beraten können. Mit blutigen Tränen beweinen die christlichen Völker die Uneinigkeit ihrer Fürsten, denn letztere allein tragen selbst die Schuld des allgemeinen Elends. Man ruft den Himmel zum Zeugen an, dass die ottomanische Macht mit vereinten Kräften leicht gebrochen werden könnte. Doch ich will mich nicht bei dem traurigen Schicksal fremder Fürsten aufhalten. Es sind ja meine eigenen Brüder schändlich hingemordet worden.
Lasst mich daher erzählen, warum auch mein Haus elend zugrunde gegangen ist. Mein Vater, euer Genosse, wurde vom Türkensultan mit einem zahlreichen und kriegsgeübten Heere angegriffen. Die benachbarten Potentanten hatten sich bereits vor der Übermacht beugen müssen. Niemand konnte ihm zu Hilfe eilen. Und so musste er sich unter Bedingungen ergeben, welche mit dem Untergang seines Hauses gleichbedeutend waren. Er starb. Seine Söhne wurden ermordet. Ich allein bin am Leben geblieben. So hat es der Himmel gewollt. Und ich hoffe, er wird mich an den Frevlern Rache nehmen lassen. Mein Vater ist der Uneinigkeit der albanesischen Fürsten zum Opfer gefallen. Ich sehe auch heute noch dasselbe Schicksal für mein Reich voraus. Doch auch ihr, gleich mir, ihr steht am Rande des Abgrundes. Was glaubt ihr, dass etwa der Türke nur auf meine Vernichtung bedacht ist und gegen mich nur rüstet? O ihr Tapfersten, ahnt ihr nicht die unsäglichen Gefahren, die euch bedrohen? Und doch, vielleicht könntet alsbald ihr hellen Siegesjubel erschallen lassen, wenn ihr mir heute nur Gehör schenken würdet. Auf unser aller Vernichtung, vom ersten bis zum letzten, ist das Sinnen und Trachten des Türken gerichtet. Er wäre ja nicht Türke, wenn er nicht so denken würde. Seine Gesetze, seine Gewohnheiten, sein Charakter, vor allem aber der Wille seines Propheten Mohammed, treibt ihn zur Zerstörung alles dessen, was den Namen Christi trägt. Ich sehe im Geiste schon Murat mitten unter seinen Visieren, den Helfershelfern seiner Untaten, schäumend vor Zorn und Rache. Er dankt seinem Propheten, dass ich ihm Gelegenheit geboten habe, Albanien zu erobern, als Entgelt für die ihm von Ungarn und Serbien zugefügten Verluste. Jetzt befiehlt er seinen Offizieren, mich zu vernichten, nach mir die Waffen gegen alle anderen albanesischen Fürsten zu richten. Euch alle will er in Ketten vor sich sehen. Dies ist das Trachten und Streben des Türken. Glaubt mir, glaubt meiner Erfahrung, meiner Kenntnis jenes Hofes und seiner Gewohnheiten. Denkt an die entsetzlichen Ereignisse der Jetztzeit und der Vergangenheit. Es sind dies gar ernste Worte, die ich zu euch, o würdigster der Fürsten, sprechen muss. Allein ich gleiche dem Arzte, welcher dem Kranken die Gefahren seines Leidens vorhält, damit derselbe sich zur Operation entschließe. Nur einig können wir widerstehen, und diese Einigkeit will Gott selbst. Ihr seht es an Ungarn, Siebenbürgen, Bulgarien und Serbien, die alle früher einzeln der Türkenmacht unterlagen. Als im Vorjahre jedoch ihre Fürsten sich vereinten, hat der Himmel ihre Waffen gesegnet und so haben sie den glänzendsten Sieg, den Sieg des Christentums, erfochten. Dies letzte und herrlichste Beispiel habt ihr vor euch. O lasst auch uns Hand in Hand gehen und der göttliche Schuss ist uns gewiss. Glaubt ihr denn wirklich, dass der Türke zu Lebzeiten meines Vaters Albanien unterworfen hätte, wenn die Fürsten sich zu dessen Verteidigung geeinigt hätten? Die damalige Zwietracht ist allein die Ursache, dass unser schönes Land der ottomanischen Übermacht zum Opfer fiel. Möge nunmehr eure Einmütigkeit zum Siege uns helfen und uns gleich den Ungarn über den grausamen Feind triumphieren lassen. Die Kräfte Albaniens gleichen kleinen Bächen, die nach verschiedenen Richtungen fließen. Wenn sich dieselben in einem Beete vereinigen, bilden sie einen großen, mächtigen Strom. Dieser Umstand flößt mir frohe Zuversicht und die Hoffnung ein, an die albanesischen Waffen den ruhmreichen Sieg zu fesseln und so der Christenheit Europas den Wert derselben zu beweisen. Ich selbst, der ich durch 30 lange Jahre an jenem Hofe gelebt, ihre Waffen, ihre Kriegsführung
und ihre Heere kennengelernt habe, darf wohl mit Recht hoffen, nunmehr mit Erfolg gegen sie auftreten zu können. Und wenn ich als ihr Heerführer in vielen blutigen Kämpfen ihre Feinde besiegt habe, wie sollte ich jetzt, wo ich mein Vaterland, das wohl meiner Genossen, die mir ihr Gut und Blut anvertrauen, verteidige, nicht siegreich bleiben? Lasst euch nicht durch leere Gerüchte über die Macht unserer Feinde einschüchtern. Vor wenigen Monaten erst sind von Hunyadis aufs Haupt geschlagen und der Kern ihrer Truppen vernichtet worden. Was ihnen bleibt, ist nichts als ein Haufen niedrigen, feigen und barbarischen Gesindel ohne Ordnung und Erfahrung. Ich verweise euch ferner auf die vorerwähnte jüngst stattgehabte Schlacht an der Morava, wo Hunyadi mit ganz geringen Streitkräften das überaus zahlreiche türkische Heer in Stücke gehauen hat. Gott fragt nicht nach der Zahl der Feinde, wenn er seinen Gläubigen den Sieg verleihen will. Glaubt mir, auch diesmal baut der Türke nur auf unsere Uneinigkeit. Ohne sie würde er es kaum wagen, uns anzugreifen. Und falls er es dennoch unternehmen sollte, wird ihm dies Wagnis ganz sicherlich teuer zu stehen bekommen. Ihr seht also, o weise Fürsten, dass unser Heil von uns selbst abhängt. Wenn wir müßig dem Untergang unseres Nachbarn zusehen, wenn wir gleich geschreckten Lämmern untätig verharren, werden wir alle das Opfer des Wolfes. Von unserer heutigen Unterredung hängt Albaniens Schicksal ab. Ich habe euch die gemeinsame Gefahr sowie das Mittel zu deren Abwendung auseinandergesetzt. Von euch allein hängt nunmehr die Erfüllung meiner reiflich durchdachten Pläne ab. Wenn ihr sie annehmt, wird Albanien gerettet und dankerfüllt werden späte Geschlechter für euer Heil beten. So möge denn der Allmächtige die Fürsten Albaniens gut beraten und den Geist der Einigkeit, den Geist des Widerstandes gegen den gemeinsamen Feind in ihre Herzen legen. Der Eindruck dieser Rede war ein überaus mächtiger. Sämtliche Anwesenden, mit Ausnahme der venezianischen Delegierten, erwählten nach kurzer Besprechung Skanderbeg zum Oberfeldherrn der zu bildenden albanesischen Liga. Wenn von einigen Autoren behauptet wird, Skanderbeg von den Teilnehmern der Beratung zum Fürsten von ganz Albanien ausgerufen wurde, so dürfte dies auf einer irrigen Interpretation einer Stelle des Barletius beruhen, welche angibt, dass Arjanites Topia nach der Rede Skanderbegs denselben beglückwünschte und sich bereit erklärte, ihm den gleichen Tribut zu zahlen, welchen er bisher an Murat II. Entrichtet hatte. Nachdem das Zustandekommen des Bündnisses in Alessio durch kirchliche Feste gefeiert worden war, begab sich Skanderbeg in Begleitung mehrerer ihm besonders befreundeter Fürsten nach Kroja. Dort selbst war mittlerweile auch Moses Golemi, dem es endlich gelungen war, Svetigrad zu erobern, mit seinen Truppen eingetroffen. Kurze Pause, etwas trinken. Könnt mal pinkeln hier. Warum ich das vorlese, hat einen Sinn, ja. Weil viele Blender und Heuchler hier behaupten, ja, bla 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 bla. Ich zeige euch den Verrat. Der Verrat wird hier gezeigt, wer wen verraten hat. Im weiteren Kapitel wird schon beschrieben, wer der Verräter war. Einfach nur zuhören, entspannen, ja. Es ist eine Vorlesung. Ja, gut. Viele interessieren sich dafür nicht. Viele sagen, boah, ist das langweilig. Ja, keiner zwingt euch da zu sein. Jeder wählt sein Programm freiwillig.
Genauso auch wie im Mainstream. Keiner zwingt euch irgendwie Frauentausch oder ne, Harzler TV anzugucken. Ihr könnt ja auch irgendwelche Tierdokumentationen auch angucken, was natürlich viel, viel spannender und interessanter sind, ja, über unseren Planeten. Genauso verhält sich es auch mit Streams. Keiner zwingt jemanden. Aber wenn es unter uns Leute gibt, die erzählen, ich wäre ein Lügner und ich würde Lügen erzählen und so, genau die Leute sollten jetzt richtig gut aufpassen. So, weiter geht's. Murat II. Hatte im Juli 1444 einen 10-jährigen Frieden mit Ungarn und Serbien geschlossen und wollte nun nicht länger zögern, Skanderbeg zum Gehorsam zurückzuführen. Also nochmal, im Juli 1444, als eben diese Liga der Albaner ausgerufen wurde in Leja und halt eben Skanderbeg als Oberbefehlshaber ernannt wurde, im selben Jahr, im Juli, hatte der Sultan Murat II. Mit Ungarn und Serbien einen Friedensvertrag unterschrieben. Bereits Anfangs Juni hatte er Ali Pascha, einer seiner erprobtesten Generäle, an der Spitze eines Heeres von 25.000 Mann nach Albanien gesendet. Skanderbeg hatte nur 15.000 Mann unter seinen Befehlen, darunter 8.000 Reiter, und erklärte, der ihm von seinen Alliierten angebotenen Hilfstruppen nicht zu bedürfen. Er eilte dem anrückenden Feinde nach Unterdibre entgegen, wo in Torviolo am 29. Juni der Zusammenstoß der beiden Heere erfolgte. Skanderbeg hatte 3000 Reiter unter dem Kommando seiner Neffen Hamza und Angelos Musaki, Sohn seiner Schwester Angelina, detachiert, welche durch eine niedrige Hügelkette gedeckt war. In die Schlachtlinie disponierte er 10.000 Mann, während die Reserve von Conte Urano oder Urano Conte, einem unter König Alfons V. von Neapel ausgebildeten tüchtigen Krieger, befehligt war. Nach einer kurzen Anrede Skanderbegs an seine Soldaten begann die Schlacht, welche von beiden Seiten mit großer Erbitterung geführt wurde. Nachdem die Flügel des türkischen Heeres mit großen Opfern zurückgedrängt waren, zog Ali Pascha, welcher im Zentrum mit der Elite seiner Truppen stand, alle verfügbaren Kräfte an sich, um dem Angriff Skanderbegs, der gleichfalls das Zentrum befehligte, standzuhalten. Allein gegen das ungestüme Andrängen dieses Letzteren, welcher sich an der Spitze seiner Trojaner ins dichteste Kampfgestümmel stürzte, war jeder Widerstand vergeblich und bald musste selbst Ali Pascha sein Heil in der Flucht suchen. Der Anonymus des Biemi, also das ist so ein Geschichtserzähler aus dieser Zeit, dieser Biemi, gibt die Verluste des albanesischen Heeres auf 1680 Mann. Darunter 120 Offiziere, die des türkischen auf 7000 Mann und 500 Gefangene haben. Nachdem sich die türkischen Truppen in regelloser Flucht zurückgezogen hatten, ließ Skanderbeg seine erschöpften Leute 2 Tage ruhen und unternahm sodann mit denselben einen Beutezug gegen Mazedonien auf türkisches Gebiet, welches von den Albanesen in barbarischer Weise verwüstet wurde. Hierauf trat er den Rückzug nach Kroja an, wo er von der Bevölkerung und den ihm entgegengeeilten befreundeten Fürsten in enthusiastischer Weise begrüßt wurde. Murat II. Hatte sich mittlerweile nach dem Friedensschluss mit Ungarn und Serbien
und nach Niederwerfung einer Rebellion in Kleinasien nach Magnesia ins Privatleben zurückgezogen und die Regierung seinem 14 Jahre alten Sohne Mohammed, dem nachmaligen Sultan Mohammed II., übergeben. Wir kennen ihn aus diesem Film Fethiye, Mehmed der Eroberer über Konstantinopel. Ja? Ihr kennt ja diese Verfilmung von Fethiye, Mehmed der Eroberer, Konstantinopel, byzantinisches Reich Konstantinopel wird dann von den Türken zurückerobert. Somit wird auch die Hagia Sophia, was früher ein Christentempel war, dann in eine Moschee umgetauft, etc. etc. Aber wie gesagt, es geht um diesen Mehmed, den Eroberer. Diesen Moment glaubte Papst Eugenius IV. Benutzen zu sollen, um das Abendland von der allzu schwer lastenden Türkenherrschaft zu befreien. Er wurde hierhin von den Kardinälen Julian Cesarini und Franz Condolmieri, Neffe Eugenius IV. Und Oberkommandant der päpstlichen Flotte, sowie vom griechischen Kaiser Johannes Paleologus eifrig unterstützt. Bereits am 30. Juli 1444, also wenige Tage nach Abschluss des 10-jährigen Friedens, schrieb Kaiser Johannes Paleologus an König Ladislaus III. Und forderte ihn dringendst auf, der Heiligen Liga gegen die Türken beizutreten. Er fügte hinzu, dass der größte Teil der osmanischen Truppen noch in Kleinasien sei, dass an der Spitze des Reiches ein unerfahrener Jüngling stehe. Jetzt oder nie sei der Moment gekommen, die Christenheit Europas von dieser Geisel zu befreien. Auf Franz Condolmieri drängte ihn Ladislaus, den Frieden zu brechen, und verpflichtete sich mit seiner Flotte, den Übergang der türkischen Truppen von Asien nach Europa zu verhindern. König Ladislaus hätte trotz alledem kaum den feierlich geschlossenen Vertrag gebrochen, wenn nicht Kardinal Julian Cesarini vor dem versammelten Rate der Reichsstände erklärt hätte, dass auch Murat II. Gewisse mit dem Despoten Georg Brankovic vereinbarte Friedensbedingungen nicht erfüllt hätte, dass der König schon durch ein früheres Bündnis mit dem Papste, mit Herzog Philipp dem Guten von Burgund sowie mit den Genuesen und Venezianern gebunden sei und dass somit der spätere geschlossene Vertrag mit Murat II. Nicht als gültig angesehen werden könne. Ob der Kardinal, wie häufig behauptet wird, auch den Grundsatz ausgesprochen hatte, dass man nicht verbunden sei, Ketzern und Ungläubigen Wort und Eid zu halten, ist historisch nicht erwiesen. In jedem Falle gelang es ihm, Ladislaus III. Zum Friedensbruche zu bewegen, worauf Hunyadi zum Feldherrn des christlichen Heeres ernannt wurde. Der Sieg Skanderbegs hatte im ganzen Abendlande ungeheures Aufsehen erregt und Ladislaus III. Trachtete, eine so wertvolle Kraft als Bundesgenossen zu gewinnen. Er schrieb daher an Skanderbeg, dass er mit Bewunderung von seinen Waffentaten vernommen habe und dass er ihn bitte, sich mit den anderen christlichen Fürsten zum Zwecke der endgültigen Verjagung der Türken aus Europa zu vereinen. Skanderbeg unterbreitete dieses Schreiben seinen Alliierten, welche einstimmig beschlossen, dem Rufe Ladislaus III. Folge zu leisten und demselben mit einem Heere von 30.000 Mann unter dem Kommando Skanderbegs zu Hilfe zu kommen. Pal Dukagjini hatte sich allein erbötig gemacht, 5.000 Mann zu stellen, wurde jedoch an der pünktlichen Erfüllung seines Versprechens durch eine schwere Krankheit gehindert. Da überdies das von Skanderbeg ausgeschriebene Aufgebot durchaus nicht das glänzende Resultat aufwies, welche man von sich erhofft hatte, indem
es seit jeher dem albanesischen Volkscharakter widerstrebte, in die Fremde zu ziehen, musste sich unser Held entschließen, mit einer weit geringeren Truppenmacht ins Feld zu ziehen, als er in seinem Antwortschreiben an Ladislaus III. Zugesagt hatte. Er verfügte im Ganzen über ca. 20.000 Mann, unter denen sich 4.000 Söldner, der Rest Freiwillige befanden. Gegen Mitte Oktober 1444 brach Skanderbeg mit seinen Truppen auf, fand jedoch in Serbien einen unerwarteten Widerstand, da dessen Despot Georg Vukovic oder Brankovic ihm den Durchzug durch sein Land verweigerte. Vukovic hatte an dem Friedensbruche mit Murat II. Keinen Anteil genommen und grollte überdies Ladislaus III., da derselbe einige feste Plätze Serbiens Hunyadi als Geschenk gegeben hatte. Auch hatte Murat II. Die Tochter des Despoten Hirina nach anderen Kantagusina zur Frau genommen. Das ist der Punkt, den ich als Verrat nenne. Verrat von den Serben, Verrat von den Jugoslawen. Warum? Ich lese es nochmal vor. Gegen Mitte Oktober 1444 brach Skanderbeg mit seinen Truppen auf und wollte sich mit dem christlichen Heer verbünden, Österreich, Ungarn, Polen, Hunyadi, aber um von Albanien nach oben zu gelangen, also sprich unterhalb der Donau, wo sich Österreich-Ungarn befindet, ja, musste ja Skanderbeg durch Serbien hindurch. Fand jedoch in Serbien einen unerwarteten Widerstand, da dessen Despot Georg Vukovic oder Brankovic ihm den Durchzug durch sein Land verweigerte. Vukovic hatte an dem Friedensbruche mit Murat II. Keinen Anteil genommen und grollte überdies Ladislaus III., da derselbe einige feste Plätze Serbiens Hunyadi als Geschenk gegeben hatte. Auch hatte Murat II. Die Tochter des Despoten, dieses Vukovic Brankovic, als Frau genommen. Das heißt, sie waren eingeheiratet. Türke und Serbe waren in der gleichen Familie dann eingeheiratet. Die Tochter des damaligen serbischen Fürsten Brankovic war die Frau von Murat II., einer der Frauen von Murat II. Und somit begann der Serbe praktisch Verrat, indem er die albanischen Truppen unter der Führung von Skanderbeg nicht durch sein Land hindurch ließ, um sich mit Hunyadi und dem christlichen Heer zu verbünden. Gut, jetzt lesen wir weiter, was dann passiert ist. Skanderbeg beschloss, sich den Durchzug mit Gewalt zu erzwingen, konnte jedoch nur unter großen Mühseligkeiten langsam vorrücken, da der Despot alle Wege und Übergänge teils versperrt, teils unpassierbar gemacht hatte. Als die Albanesen bereits den größten Teil Serbiens hinter sich hatten, ereilte sie plötzlich die Nachricht von der verhängnisvollen Schlacht bei Varna, 10. November 1444, in welcher die christliche Armee von Murat II. Aufs Haupt geschlagen worden war. Hier ergibt sich die Notwendigkeit eines kleinen geschichtlichen Rückblickes. Also, was ist passiert? Das christliche Heer hat gegen die Osmanen verloren, weil die Albaner nicht dabei waren. Weil es waren die Albaner, es war Skanderbeg und seine Albanesen, seine Trojaner, die halt eben diese taktische Züge unternommen haben und bei den Türken, bei den Osmanen sehr gefürchtet wurden. Und da die ausblieben, weil der Serbe sabotiert hat, hat das christliche Heer den Kampf verloren. Aber hier ergibt sich die Notwendigkeit eines kleinen geschichtlichen Rückblickes. Kaum hatte Murat II., welcher sich in Magnesia den Genüssen des Landlebens hingab,
von den Rüstungen der Verbündeten erfahren, als er von Neuem die Zügel der Regierung mit fester Hand ergriff und in Eilmärschen an der Spitze eines Heeres von 40.000 nach anderen 60.000 Mann gegen den Bosporus zog. Wenige Tage später stieß er auf das christliche Heer bei Varna. Wieso es möglich war, dass der Sultan trotz der päpstlichen Flotte die Meerenge übersetzte, ist nie aufgeklärt worden. Und zwar waren es nicht nur die Serben, die die Albaner verraten haben und gehindert haben, sondern sogar selbst die Venezianer hatten hinterrücks einen Pakt mit den Osmanen geschlossen. Auch Verräter. Weil diese Meerenge am Bosporus, wo der Übergang von Kleinasien nach Europa, wurde ja von der päpstlichen Flotte besetzt. Und diese päpstliche Flotte hinderte die Osmanen, nach Europa zu gelangen. Das heißt, die haben den Weg freigemacht. Das Heer der Verbündeten war durch einen ungeheuren Wagentross derart in seinen Bewegungen gehindert worden, dass es zu spät kam, um die Überfuhr der türkischen Truppen zu verhindern. Hunyadi, welcher nur 15.000 Mann unter seinen Befehlen hatte, zögerte trotzdem nicht, die ihm angebotene Schlacht anzunehmen. Und Hunyadi wird von allen Ungarn auch heute noch, ja, dafür geehrt. In Ungarn steht eine Statue von Hunyadi, genauso wie eine Statue von Skanderbeg in Albanien steht. Aber sie wurden verraten. Den linken Flügel seines Heeres bildeten 5.000 Walachen, den rechten die Ungarn und Polen, während im Zentrum König Ladislaus III. Mit der Blüte des ungarischen und polnischen Adels zu Pferde befehligte. Hunyadi ließ die beiden Flügel angreifen und ersuchte Ladislaus, sich vorläufig unter keiner Bedingung am Kampfe zu beteiligen. So. Und jetzt kommt diese Gier des Ruhmes, ja, und dann, zack, geht's nach hinten los. Dem stürmischen Angriffe der Walachen konnte der rechte Flügel des türkischen Heeres nicht standhalten. Und als auch dessen linker Flügel vor dem unaufhaltsamen Vordringen Hunyadis zu weichen begann, hielt Murat II. Selbst, welcher unbeweglich mit seinen Janitscharen im Zentrum stand, die Schlacht für verloren. Da wollte es der Unstern des christlichen Heeres, dass Ladislaus sich bewegen ließ, mit seiner Reiterei die Janitscharen anzugreifen. Biemi erzählt, er sei hierzu von einigen auf den Ruhm Hunyadis neidischen jungen Leuten bewogen worden, welche behaupteten, dieser habe dem König nur deshalb geraten, untätig zu bleiben, um den Ruhm des Sieges für sich allein in Anspruch nehmen zu können. Paganel hingegen beschuldigt den Kardinal Julian Cesarini und einige andere Bischöfe, welche sich in der Umgebung des Königs befunden hatten, denselben zum Verlassen seiner Defensivstellung veranlasst zu haben. Ladislaus III. Stürzte sich mit seinen Eskadronen mit großem Ungestüme auf die Janitscharen. Letztere hielten jedoch einer ehernen Mauer gleich allen Angriffen stand. Leider ließ sich der jugendliche Monarch von seiner Kampfbegierde hinreißen und sah sich plötzlich von seinen Begleitern getrennt. Sein Pferd stürzte und ehe ihm noch die Seinen zu Hilfe eilen konnten, hieb ihm ein Janitschar namens Chodja Kızır, Biemi nennt ihn Cesare, den Kopf ab.
welchen er den vor Schreck und Schmerz erstarrten christlichen Truppen mit den Worten zeigte: Hier, Jawurs, habt ihr euren König. Der Tod Ladislaus III. War das Signal zu einer allgemeinen Flucht. Die Truppen des Königs wurden von den Janitscharen verfolgt und ein großer Teil derselben, darunter auch Kardinal Julian Cesarini, niedergemetzelt. Dem rechten Flügel des Heeres gelang es unter der umsichtigen Leitung Hunyadis einen geordneten Rückzug zu bewerkstelligen. Das verbündete Heer hatte ca. 10.000 Tote. Die Verluste der Türken waren bedeutend größer und Murat II. Bezeichnete selbst, als er nach der Schlacht das Leichenfeld besichtigte, seinen Sieg als einen Pyrrhus-Sieg. Kehren wir nun zu Skanderbeg zurück. Die Nachricht von der Niederlage des christlichen Heeres erfüllte die albanesischen Truppen mit den größten Besorgnissen. Der allgemeine Unwille kehrte sich gegen Georg Branković. Alle stimmten überein, dass der Despot von Serbien die mittelbare Ursache der verhängnisvollen Schlacht war, deren Ausgang ein ganz anderer gewesen wäre, wenn das albanische Heer rechtzeitig sich mit den Truppen Hunyadis hätte vereinigen können. Skanderbeg musste sich zum Rückzuge nach Albanien entschließen, beschloss jedoch vorerst, an dem treulosen Despoten Rache zu nehmen und verwüstete dessen Land. Einige zersprengte Teile des verbündeten Heeres, welchen er begegnete, unterstützte er mit Geld und Lebensmittel und half ihnen, den Hafen von Ragusa zu gewinnen, von wo sie aus den Rückzug in ihre Heimat antraten. Bei seiner Rückkehr nach Albanien fand Skanderbeg die Bevölkerung des Landes in großer Aufregung. Die Kunde vom Siege Murat II. Bei Varna hatte sich rasch verbreitet. Und niemand zweifelte, dass derselbe jetzt Rache für die Niederlage Ali Paschas nehmen werde. Der Sultan hatte sich aber zum zweiten Male nach Magnesia zurückgezogen, woselbst er diesmal jedoch nur wenige Monate bleiben konnte, da im Frühjahre 1445 in Adrianopel der erste jener nachher so zahlreichen Janitscharenaufstände ausbrach, welche bis in unser Jahrhundert hinein fast bei jedem Regierungswechsel in der Türkei typisch waren. Murat II. Musste seine Einsamkeit zum zweiten Male verlassen und begab sich nach Adrianopel, wo er alsbald den Aufruhr gedämpft hatte. Er beschloss nun Skanderbeg im gütlichen Wege mittels eines vom 15. Juli 1445 datierten Briefes wenigstens zur teilweisen Unterwerfung zu bewegen. Über die Gründe dieses Schrittes bestehen verschiedene Ansichten. Biemi meint, dass Murat II. Hierzu durch neue Rüstungen Hunyadis bewogen wurde, indem er seine Kräfte einem so gefährlichen Gegner gegenüber nicht zersplittern wollte. Paganel erzählt, dass die fortwährenden Einfälle der Albanesen auf mazedonisches Gebiet sowie das Drängen des Despoten von Serbien ihn veranlassten, sich über einen Modus vivendi mit Skanderbeg zu verständigen. Neuere Historiker behaupten, dass er durch einen Feldzug gegen den Peloponnes sehr in Anspruch genommen war. Wir glauben, dass Murat II., welcher von allen zeitgenössischen Schriftstellern als ritterlicher Monarch geschildert wird, mit diesem Schreiben einerseits Skanderbeg ein Zeichen seiner Achtung geben und einerseits nicht unnötigerweise seine Truppen in den unwegsamen Gebirgen Albaniens opfern wollte. Der Brief, welchen ein sicherer Ayreddin nach Kroja brachte, hatte nach Sansovinus folgenden Wortlaut. Kurze Pause, bevor ich diesen Brief lese. Und was viele wissen sollten, ja, ist, was ermächtigte die Osmanen, die Türken, überhaupt in den Balkan zu kommen? Was wollten
die Osmanen im Balkan überhaupt? Solche Leute auf der Straße erzählen Märchen wie Stürzenberger, Irfan Pezi und Elia Trotel. Es ging ja um die Belagerung Wiens. Es ging ja um das Nehmen Wiens und Österreich. Aber nach dem Tode von Hunyadi und Skanderbeg regierten die Osmanen ja komplett Balkan. Griechenland, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Serbien nicht. Serbien hatte Bündnis mit denen. All diese anderen Länder waren unter osmanischer Herrschaft. 500 Jahre lang im Balkan. Wieso hat der Osmane 500 Jahre lang nicht versucht, Wien einzunehmen? Wozu denn? Wozu denn überhaupt? Italien. Wieso hat der Osmane nicht versucht, Italien einzunehmen? Warum sollte er? 500 Jahre lang im Balkan. Goldener Apfel ist Märchengeschichte. Der goldene Apfel ist eine Märchengeschichte, Junge. Wien, der goldene Apfel. Das ist Märchen. Da haben die Märchen erzählt. Ja. Die eigentliche Geschichte, wie alles begann, warum die Osmanen überhaupt in den Balkan gekommen sind die Serben. Die Serben haben die Osmanen in den Balkan eingeladen, weil sie die Albaner nicht besiegen konnten. Serbische Expansion. Die Serben kommen im 7. Jahrhundert nach Christus, das heißt im Jahre 700 nach unserer Zeitrechnung, nach Christus, nach Null, ja, 700 kommen sie in den Teil des Balkan, was wir heute da als Jugoslawien kennen, Serbien. Da kommen die Serben und es beginnt diese serbische Expansion, diese slawische Landnahme. Das kann man sogar googeln selbst. Slawische Landnahme der Serben. Ist sogar ein großer Eintrag auf Wikipedia darüber. Und genau weil die Serben, diese Slawen-Serben, Probleme hatten mit einem autochthonen Bevölkerung wie den Albaner, der aus dem Illyrischen kriegserprobt war, ja, aus dem Pelasgischen legendenhaft war, und weil sie Probleme hatten, den zu verdrängen, im Kampf zu bekämpfen, etc. und alles, holten sie den Osmanen zu Hilfe. Also öffnete der Serbe damit das Tor für die Osmanen zum Balkan. Und wie wir vorhin gelesen haben, ja, Brankovics Tochter war einer der Frauen von Murat II. Also Verräter. Nun gut, der Brief, welchen ein sicherer Ayreddin nach Kroja brachte, hatte nach Sansovinus folgenden Wortlaut: Murat, Kaiser des ganzen Orientes, an Skanderbeg, den undankbarsten der Menschen. Ich biete dir keinen Gruß, denn du bist mein Todfeind geworden. Ich habe dich mit der Liebe eines Vaters erzogen und stets dein Bestes gewollt. Du aber hast dich gegen mich empört und mir allen denkbaren Schaden zugefügt. Dies weißt sowohl du selbst als die ganze Welt. Warum du so gehandelt hast, weiß ich nicht. Vielleicht hast du mir gezürnt, weil ich dir dein väterliches Erbteil nicht rasch genug herausgegeben habe. Vielleicht hattest du Eile, den Glauben des Propheten abzuschwören und zur christlichen Religion zurückzukehren, wie du es nunmehr zum Verderben deiner Seele getan hast. Sicherlich, wenn ich
deine Wünsche früher gekannt hätte, ich würde dir alles zugestanden haben. Du weißt ja selbst, dass ich dich infolge deiner hohen Tugenden mehr als jeden anderen geliebt habe. Nachdem du aber trotzdem du wissen musstest, dass ich bereit war, dir dein Land binnen kurzem zurückzugeben, so sehr deine Pflicht verletzt hast, hast du zweifellos meinen Tadel und meine Ungnade verdient. Und doch, wenn ich alle die glänzenden Waffentaten bedenke, die du in meinem Dienste und für mein Reich verrichtet hast, fühle ich, dass sich mein Zorn gegen dich besänftigt. Und so bin ich denn bereit zu gestatten, dass du im ruhigen Besitze des von deinem Vater ererbten Landes bleibest und verlange nur die Rückstellung jener Teile Albaniens von dir, welche ich von anderen als von deinem Vater erobert habe. Denn diese hast du ohne jedes Recht und gegen meinen Willen in Besitz genommen. Deshalb entschließe dich, sie mir zurückzugeben. Widrigenfalls schwöre ich dir bei Allah und seinem Propheten Mohammed, bei der Seele meines Vaters und bei meinem Schwerte, dass ich meine ganze Kraft gegen dich aufbieten und dich aus deinem Lande vertreiben werde, so dass du gezwungen sein wirst, bettelnd die Welt zu durchwandern. Es ist dir wohl bekannt, dass ich sofort 150.000 Mann aufbieten kann, denen du mit deinen geringen Kräften nicht imstande bist zu widerstehen. Ich sage dir dies nur, um dich vor großem Schaden zu bewahren. Hiermit habe ich dir die Wahl zwischen Guten und Bösen gelassen. An dir ist es nun zu wählen, was du vorziehst. Vertraue vollständig meinem Gesandten, welcher über alles, was er dir noch zu sagen hat, von mir unterrichtet ist. Gegeben in Adrianopel am 16. Juni 1444. Skanderbeg unterbreitete dieses Schreiben seinen Verbündeten, welche nach längerer Beratung beschlossen, die vom Sultane gestellten Bedingungen zurückzuweisen. Eyreddin wurde nichtsdestoweniger mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt und erhielt von Skanderbeg folgendes, vom 12. August 1444 datiertes Antwortschreiben an Murad II. Djerj Kastrioti, genannt Skanderbeg, Fürst der Albanesen, entbietet Murad, Fürsten der Türken und Kaiser des Orients, viele Grüße. Durch deinen Diener und Gesandten erhielt ich deinen Brief, in welchem du behauptest, du könntest mir keinen Gruß entbieten, da ich mich gegen dich empört habe und dein Todfeind geworden sei. Ich antworte dir nun, wenn du mit dem Auge der ruhigen Erwägung das, was ich getan habe, betrachten wolltest, könntest du dich sofort überzeugen, dass ich dir nicht nur nicht feindlich, sondern sogar freundlich gesinnt bin. Als Beweis dessen versichere ich dir, dass es kein so schwieriges Unternehmen auf der Welt gibt, welches ich nicht aus Liebe zu dir vollführen würde, vorausgesetzt, dass es nicht gegen den Willen Gottes ist. Wenn du aber zürnst, dass ich meine Freiheit und mein väterliches Erbe wiedererlangt habe, hast du Unrecht, denn ich habe nicht anders gehandelt, als mir meine Ehre vorgeschrieben hat. Wenn deine Soldaten hierher nach Albanien kamen, um mich anzugreifen, hatte ich Unrecht, mich zu verteidigen? Und wenn ich dieselben besiegt habe und dies nicht lediglich die Schuld derer oder vielmehr dessen, der sie gegen mich gesendet hat? Ich habe Ali Pascha geschlagen. Dies ist richtig. Allein musste ich mich nicht seiner, als er mich angriff, erwehren. Und wenn ich schließlich den falschen Glauben Mohammeds verlassen habe, um zur wahren Lehre Jesu Christi zurückzukehren, so bin ich überzeugt, dass ich hierin recht gehandelt habe und durch die Befolgung seiner heiligen Lehre meine Seele sicherlich retten und nicht, wie du behauptest, verderben werde. Deshalb beschwöre ich auch dich,
bei dem Heile deiner Seele, dass du auf mich, der ich dir ein guter Sohn bin, hörest. Lies doch aufmerksam den Koran und dessen Vorschriften, und du wirst dann leicht ersehen, welcher von uns beiden sich im Irrtum befindet. Ich hoffe, dass du nach reiflicher Überlegung selbst den heiligen christlichen Glauben annehmen wirst, denn in ihm finden alle, die Rettung suchen, ihr Heil, während die anderen zugrunde gehen. Gebe Gott, dass du dich vom Heiligen Geiste erleuchten ließest und das Leben eines wahren Christen beginnen würdest. Dann wäre ich glücklich, dich als den ersten Fürsten der Welt begrüßen und ein treuer Diener und Freund werden zu können. Du siehst nun, wie sehr mir das Wohl deiner Seele, dein Ruhm und der deines Reiches am Herzen gelegen ist. Wenn du meinen Rat befolgst, werde ich dir nicht nur alles dasjenige, was du von mir verlangst, zurückstellen, aber auch in allen deinen Unternehmungen dich als treuer Diener unterstützen. Im entgegengesetzten Falle kannst du sicher sein, dass ich deine Vorschläge nicht annehmen werde. Ich kann, darf und will es auch nicht. Und zwar aus viel triftigeren Gründen, als die sind, welche du gegen mich angeführt hast. Vor allem deshalb nicht, weil die Türken uns Rechtgläubigen gegenüber niemals ihr Wort einhalten und als friedliche Nachbarn mit uns nicht leben wollen. Ferner, weil ich mich nicht der Gefahr aussetzen will, das zu verlieren, was mir Gott gegeben hat. Was übrigens deine Forderung anbelangt, dass ich dir jene Teile Albaniens zurückgeben soll, welche du von anderen als von meinem Vater erobert hast, bemerke ich, dass wenn dieselben auch nicht meinem Vater gehörten, sie doch immerhin von christlichen Fürsten beherrscht waren. Da ich nun selbst ein solcher Fürst bin, ist es doch zweifelsohne passender, dass ich dieselben in Ermangelung ihrer rechtmäßigen Besitzer innehabe. Als du, der du dich zu einem anderen Glauben bekennst. Willst du aber christliche Länder besitzen, dann musst du selbst Christ werden, wie ich dich ja schon darum gebeten habe und es nun nochmals tue. Solltest du meinen Rat nicht befolgen, meine Bitten nicht erhören, dann wirst du mich allerdings zum Todfeinde haben. Und werde ich dir das, was du den Christen entrissen hast, eher abnehmen, als auch nur einen Zollbreit Erde zurückstellen. Auf deine Drohung, dass du mich aus meinem Lande verjagen und zwingen wirst, bettelnd die Welt zu durchwandern, erwidere ich dir, dass ich als gläubiger Christ auf Gott baue und alles zu ertragen bereit bin, was mir sein göttlicher Wille bestimmen wird. Sei dies nun Glück oder Unglück. Ich hege dir sichere Zuversicht, dass ich mich gegen alle deine Leute, die du gegen mich aufzubieten drohst, mit Erfolg verteidigen werde. Übrigens solltest du wissen, dass die Siege nicht von der Anzahl der Soldaten, sondern in erster Linie vom Willen Gottes und sodann von der Tapferkeit der Krieger und von der Einsicht ihrer Führer abhängen. Und das wird diese Eigenschaften in einem gewissen Maße besitzen, und dass wir diese Eigenschaften in einem gewissen Maße besitzen, dürftest du wohl von den deinigen erfahren haben. Übrigens lasse ich mich weder durch deine Überredungskünste noch durch deine Drohungen erschüttern. Nur in dem Falle, als du Christ werden wolltest, würde ich, was meine Person anbelangt, dir nichts abschlagen können. Schließlich verspreche ich deiner Hoheit, nicht das Geringste gegen dich zu unternehmen, es sei denn, dass du früher mich herausfordern würdest, dass dies jedoch nicht der Fall sein wolle, erbitte ich demütigst von dir, gegeben in unserem Lager am 14. Juli 1444. Also, er hat eine List angewendet. Er hat keine direkte Konfrontation gesucht mit dem Sultan. Er hat dem Sultan noch Respekt gezollt, ja, aber er hat den Sultan überlisten wollen
indem er ihm anbot, wenn ich das alles tun sollte, was du von mir verlangst, solltest du zum Christentum konvertieren. Und wenn der Sultan zum Christentum konvertiert wäre, dann wäre das Osmanische Reich in sich zerfallen. Warum er das tut, hat eine Bedeutung. Die Bedeutung liegt in den Büchern, die auch zu dieser Zeit Überlieferungen waren. Und zwar, der autochthone Balkanbewohner und der kleinasiatische Balkanbewohner sind aus der gleichen Stammeslinie, aus diesen Pelasgern, aus diesen Trojanern, die später dann zu den Illyriern und zu den Albanern und Türken wurden. Etwas Fremdes mit einer fremden Ideologie von Ägypten her, sprich Moses und seine Anhänger, kommen und verbreiten eine monotheistische, noch nie dagewesene Religion, um zu erobern. Und es heißt ja nicht umsonst, ja, dass der Vatikan den Islam geschrieben hat. Das Judentum. Der Jude ist derjenige, der diese monotheistische Religionen mit Abraham und Noah und alles, als wenn es davor keine Menschen mit einem Glauben an die Natur gegeben hat. Und Skanderbeg war sich dieser Überlieferungen bewusst, weil er das ja studiert hat. Und deswegen wollte er diesen Sultan zum Christentum bewegen. Weil er wusste, er erwähnt ja hier selber, dass sie dem falschen Propheten folgen. Im Koran. Erwähnt er selbst hier in diesem Schreiben gegenüber Sultan Murad II. Skanderbeg war sich wohl bewusst, dass Murad II. Seine Vorschläge nicht akzeptieren und alles aufbieten werde, um Albanien wieder zu unterwerfen. Er ermahnte daher seine Verbündeten, ihre Truppen schlagfertig zu halten und begab sich selbst mit 2000 Mann, 1000 Reiter und 1000 Fußgängern nach Unterdibre, um einem Einfall türkischer Truppen von Mazedonien aus zu verhindern. Murad II. Geriet beim Lesen des an ihn gerichteten Schreibens in derart heftigen Zorn, dass er am liebsten sofort persönlich an der Spitze eines großen Heeres gegen Albanien aufgebrochen wäre. Er wurde jedoch hiervon durch die fortwährenden Nachrichten des Despoten Vukovic über neue Rüstungen Hunyadis abgehalten. Da er aber erfahren hatte, dass Skanderbeg mit ganz geringer Truppenmacht an der türkischen Grenze Wache halte, hoffte er, ihn zu überraschen und sandte Ende September 1445 Fisur Pascha mit 9000 Reiter gegen ihn. Skanderbeg, welcher von dieser Expedition rechtzeitig benachrichtigt war, zog sich mit seinen Truppen in die Wälder von Mokri zurück, da er wusste, dass die türkischen Truppen diesen Weg einschlagen würden, und legte sich dort in den Hinterhalt. Fisur Pascha fiel denn auch in die ihm gestellte Falle. Seine Kavallerie, deren Bewegung in den engen, bewaldeten Bergschluchten sehr gehindert war, wurde von der Infanterie Skanderbegs am 10. Oktober 1945 derart heftig angegriffen, dass der Pascha sich mit einem Verluste von 1500 Mann, darunter 500 Gefangene, zurückziehen musste. Dieser zweite Sieg Skanderbegs über die Türken erfochten zu einer Zeit, wo noch ganz Europa unter dem düsteren Eindruck der Katastrophe von Varna stand, erregte allenthalben Aufsehen.
Papst Eugenius der Fünfte, der Vierte und König Alfons der Fünfte von Neapel sandten ihm im Frühjahre 1446 Gesandtschaften, um ihn zu beglückwünschen und ihres Beistandes gegen den gemeinsamen Feind zu versichern. Als Skanderbeg, welcher gegen Ende des Winters 1446 wieder nach Dibre gezogen war, hiervon benachrichtigt wurde, kehrte er Mitte Mai nach Kroja zurück, um die Abgesandten, welchen sich auch die Erzbischöfe von Antivari und Durazzo angeschlossen hatten, daselbst zu empfangen und sandte hierauf dem Papste und König Alfons wertvolle türkische Kriegstrophäen. Die Sommermonate 1446 verbrachte Skanderbeg abermals an den Grenzen seines Landes, da er durch Kundschafter von dem Herannahen eines stärkeren türkischen Heeres unterrichtet war. In der Tat hatte Murat II. Einen seiner erprobsten Generäle Mustafa Pascha mit der Unterwerfung Albaniens betraut. Letzterer brach Mitte September mit 10.000 Reitern in Ober-Dibre ein und verschanzte sich durch einige Tage lang in einem schwer zugänglichen Orte Bieminentin Otoneta. Plötzlich erschien er jedoch in Unter-Dibre, welches in barbarischer Weise verwüstet wurde. Skanderbeg, der nur über 2.000 Mann verfügte, musste erst Verstärkungen abwarten. Kaum waren dieselben angelangt, zog er mit 5.000 Mann, darunter 4.000 Reiter, in Eilmärschen nach Unter-Dibre, wo er spät nachmittags am 27. September eintraf. Mustafa Pascha hatte mittlerweile auch dort ein befestigtes Lager gezogen und sich in denselben mit 4.000 Mann eingeschlossen, während der übrige Teil seiner Truppen mit der Plünderung der Umgebung beschäftigt war. Auf die Nachricht von herannahenden Skanderbegs wollte der Pascha alle seine Truppen an sich ziehen, um den Albanesen sofort einen Schlag zu liefern, indem er herbei auf deren Ermüdung durch die forcierten Märsche rechnete. Allein ehe ihm dies noch gelang, erstürmten dieselben mit großem Elan das feindliche Lager und zwangen die Türken zur Flucht. Die Verluste Mustafa Paschas, welcher selbst mit knapper Not sein Leben rettete, waren relativ geringe, 500 Tote, da die hereinbrechende Nacht eine Verfolgung unmöglich machte. Die Albanesen hatten bloß 70 Tote. Mustafa Pascha zog sich nach Mazedonien zurück, wo er von Murat II. Den Befehl erhielt, sich bis auf Weiteres jeden Angriffes zu enthalten und sich lediglich auf die Sicherung der Grenzen zu beschränken. Die Feindschaft der Familien Dukagin und Zacharia verwickelte Skanderbeg kurze Zeit nach seinem dritten Siege gegen die Türken in einem Krieg mit der Republik Venedig. Bereits im Jahre 1445 kam es anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten, welche Skanderbeg bei der Vermählung seiner Schwester Mamica mit dem Despoten Musaki Topia veranstaltete, zu einem blutigen Streite zwischen Alexius Dukagin, Sohn des Pal Dukagin, und Lukas und Lex Zacharia, welche beide um die bei den Festlichkeiten anwesende Tochter des Leka Duschman Ferina nach anderen Jerina warben. Alexis Dukagin wurde von Lukas Zacharia schwer verwundet und nur mit Mühe gelang es Skanderbeg und dem Fürsten Pal Dukagin, den Ausbruch offener Feindseligkeiten zu verhindern. Als jedoch letzterer im Dezember 1445 starb, beschloss sein Sohn Alexius, an seinem Nebenbuhler, welcher mittlerweile Ferina geheiratet hatte, Rache zu nehmen und ließ denselben meuchlings ermorden. Da Lukas Zacharia keine Nachkommenschaft hinterließ, bemühte sich die Republik Venedig, dessen Mutter Bossa zur Zession der von ihrem Sohne ererbten Stadt Deina zu bewegen. Bossa setzte jedoch über Rat ihres Bruders Conte Urana Skanderbeg mit einer formell ausgestellten Urkunde zum Erben von Deina
ein. Kaum hatte der venezianische Gouverneur von Scutari, Daniel Giorizzo, von dieser Abmachung Kunde erhalten, beschloss er sich, der Stadt mit Gewalt zu bemächtigen. Ein venezianisches Truppenkorps besetzte Daina und Bossa wurde von den Venezianern nach Scutari geführt, wo man sie durch allerlei Überredungskünste bewog, die Stadt der Republik abzutreten. Skanderbeg scheint hauptsächlich durch das Drängen seiner Verbündeten, welche in dem wachsenden Einfluss der Republik eine fast gleich große Gefahr für Albanien erblickten, als in den Usurpationsgelüsten Murat II. Zur Offensive gegen die Signoria veranlasst worden zu sein. Wenigstens ließ er, der sonst ein Freund raschen Handels war, während des Jahres 1447 kein Mittel unversucht, um Venedig im gütlichen Wege zur Herausgabe Deiners zu bewegen. In einer Note an den Gouverneur von Scutari bewies er die Legalität seiner Ansprüche und verlangte die Herausgabe der Stadt aufgrund des in seinem Besitze befindlichen rechtsgültigen Übertragungsdokumentes. Biemi berichtet, dass die abschlägige Antwort des Gouverneurs voll Beleidigungen für Skanderbegs gewesen sei. Letzterer zögerte nun auch nicht länger, gegen Daina zu marschieren, um sich desselben zu bemächtigen. Er ließ den Conto Urana mit 4.000 Mann, darunter 3.000 Reiter, in Dibre mit dem Auftrage zurück, die Bewegungen Mustafa Paschas, welcher sich noch immer an der mazedonischen Grenze in zuwartender Haltung befand, zu beobachten und brach mit 14.000 Mann gegen Daina auf. Hierunter waren 3.000 Mann von Arianitis Topia, 300 von Andrea Topia, 400 von Stefan Czernowicz. Von den übrigen Fürsten hatte sich Alexios Dugacin neutral verhalten. Vielleicht grollte er auch Skanderbeg, dass derselbe die Heirat Lukas Zacharias mit Ferina begünstigt hatte. Peter Spanos und Lukas Duschmann trennten sich hingegen von ihrem früheren Alliierten und erklärten sich offen als Anhänger der Republik. Paganel führt als Grund dieser ganz unerklärlichen Haltung der beiden albanesischen Fürsten an, dass dieselben durch Gefühle der Anhänglichkeit und Dankbarkeit für früher erhaltene Wohltaten sich an die Signoria gebunden fühlten. Ähnlich äußert sich auch Tajani, während Biemi, der sonst sehr ausführlich ist, sich einfach damit begnügt, die ablehnende Haltung der beiden zu konstatieren. Wir glauben, dass Peter Spanos und Lukas Duschmann als unmittelbare Nachbarn des venezianischen Territoriums durch persönliche Interessenpolitik zu einem Bündnis mit der Republik veranlasst wurden. Also, wie wir sehen, ging es hier nicht nur gegen die Osmanen. Also die Albaner haben in dieser Zeit nicht nur gegen die Osmanen gekämpft. Ja? Sie haben den Serben als Feind, haben wir ja vorhin schon gelesen, der Serbe hat sie nicht durchgelassen. Ja? Und auf einmal haben sie auch den Venezianer als Feind. Weil der Venezianer eine Stadt eingenommen hat, eine albanische Stadt an der Küste Albaniens, irgendwo im oberen Teil, Shkodra irgendwo, ja, eingenommen hatte. Und der Venezianer, diese verräterischen Priester, haben es geschafft, dass sich albanische Fürsten, die in der Liga von Leja sich das Wort gegeben hatten, unter einem Feldherrn wie Skanderbeg in den Kampf zu ziehen, sich wiederum zerstritten, indem sie halt eben sie geschmiert haben mit Reichtum. Da die Belagerung Dainas, welches von den Venezianern gut befestigt war, sich in die Länge zog, beschloss Skanderbeg, dasselbe auszuhungern und ließ 4.000 Mann nach Paganel, 5.000
zur Blockierung der Stadt zurück, während er selbst mit dem Rest seiner Truppen den Trent übersetzte, um die Venezianer anzugreifen, mit denen er am 23. Juli 48 in der Nähe von Scutari zusammenstieß. Das feindliche Heer, ca. 15.000 Mann, nach Paganel 13.000 Mann stark, stand unter dem Befehle Daniel Guricios und bestand aus 1.000 Italienern, 2.500 Slavoniern, also Slawen, zu Pferde, 800 Skutariern, Skutarier sind wiederum Albaner, den Hilfstruppen von Peter Spanos und Lukas Duschmann. Den Rest bildete eine Menge in der Eile zusammengerafftes und bewaffnetes Landvolk. Der linke Flügel, Italiener und Skutarier, wurden von dem Skutariner Bartolomeus Umoio, andere schreiben Col Hunoi, das Zentrum Landvolk von dessen Bruder Andreas und dem Venezianer Simone Vulcatanio befehligt, während den rechten Flügel Italiener und Slavonier Daniel Guricio persönlich anführte. Skanderbeg stellte sich diesem letzteren gegenüber an die Spitze des linken Flügels seiner Truppen, während Moses Golemi den rechten Flügel und ein Mitglied der Familie Topia, Taunius Topia, das Zentrum befehligte. Mehrere Autoren berichten, dass Skanderbeg vor der Schlacht eine längere Anrede an seine Soldaten hielt. Übereinstimmend wird gemeldet, dass er in derselben seinen Leuten für den Fall des Sieges möglichste Schonung des Feindes anbefahl, welcher diesmal nicht aus Ungläubigen, sondern aus Christen bestehe. Und eigentlich ging es hier nicht um Christen, es waren seine eigenen Brüder, es waren Albaner selbst, die halt eben von den Venezianern geblendet worden waren, mit Reichtum und Versprechungen, sich gegen Skanderbegs Truppen aufzulehnen. Die Schlacht begann mit einem Angriff Daniele Guricios auf den linken Flügel des albanesischen Heeres. Während hier Skanderbeg einen erbitterten Kampf gegen die Slavonier zu bestehen hatte, brachte Moses Golemi den linken Flügel des venezianischen Heeres zum Weichen. Tanush Topia, welcher im Zentrum unbeweglich die Entwicklung der Schlacht abgewartet hatte, stürzte sich auf die von Andreas Umoio und Simone Vulcatanio befehligten Truppen, die sich nach kurzem Widerstande zur Flucht wandten, bei welcher Gelegenheit ihre beiden Führer gefangen genommen wurden, sodass nur mehr der rechte Flügel des feindlichen Heeres standhielt. Als jedoch Moses Golemi mit seinen Dibranern Skanderbeg durch einen kräftigen Flankenangriff auf die Slavonier unterstützte, musste auch Daniel Guricio die Schlacht für verloren geben und sich zum Rückzug nach Scutari entschließen. Die Verluste der Venezianer betrugen 2.700 Mann, die der Albanesen 280, nach anderen Angaben 360 Mann. Trotzdem die Besatzung von Daina von dem unglücklichen Ausgange dieser Schlacht unterrichtet war, weigerte sich ihr venezianischer Gouverneur Antonio Moneta im Vertrauen auf die schwer einnehmbaren Festungswerke sowie auf die in der Stadt befindlichen reichlichen Proviantvorräte, die Tore den Albanesen zu öffnen. Skanderbeg, welchem es darum zu tun war, möglichst schnell mit seinen Truppen an die bedrohten Grenze seines Reiches zu gelangen, entschloss sich in der Nähe der Stadt eine Festung zu erbauen und dieselbe mit einem starken Observationskorps zu besetzen, welches in der Lage wäre, den anfälligen Zuzug eines venezianischen Ersatzheeres zu verhindern. Als geeignetster Ort hierzu erschienen ihm die Ruinen der alten Stadt Balesium, welche angeblich Attila zerstört haben soll. In wenigen Wochen wurden die zerfallenen Mauern ausgebessert, verteidigungsfähige Türme errichtet und die Festung mit Provisionen für lange Zeit versehen. Skanderbeg legte hierauf 5.000 Mann in dieselbe unter dem Befehl seines Neffen Hamza und eines alten bewährten Kriegers, Marinus Spanos, eines Verwandten des Fürsten Peter Spanos. Hamza,
welche von allen Autoren als äußerst leidenschaftlich und verwegen geschildert wird, beschloss sofort, den Herrn von Trivasto, Peter Spanos, für dessen verräterliche Haltung Skanderbeg gegenüber zu züchtigen. Trotzdem ihm Marinus Spanos die Schwierigkeiten einer Überrumpelung der Festung Trivasto nahegelegt hatte. Ohne Skanderbeg, welcher mit seinen Truppen wieder von Deina gezogen war, von seinem Vorhaben zu benachrichtigen, eilte er mit dem größten Teil der Besatzung Balesium gegen Trivasto und forderte die Festung zur Übergabe auf. Die Trivastaner machten jedoch mit dem Herzog Andreas Angelus an ihrer Spitze einen Ausfall und brachten Hamsa eine empfindliche Schlappe bei, sodass derselbe den Rückzug nach Balesium antreten musste. Vorher rächte er sich jedoch in barbarischer Weise, indem er die Umgebung Trivastos mit Feuer und Schwert verwüstete. Skanderbeg war über diesen voreiligen und ohne seine Autorisation unternommenen Schritt seines Neffen und das Äußerste entrüstet und überhäufte denselben mit den bittersten Vorwürfen. Nur den inständigen Bitten der zahlreichen Freunde Hamsas gelang es, denselben vor einer exemplarischen Strafe zu bewahren. Da Skanderbeg Ende September 1448 von dem an den Grenzen zurückgelassene Conte Urana Nachrichten über drohende Bewegungen Mustafas Paschas erhalten hatte, beschloss er, seinem Generale mit der Elite seiner Truppen, 500 Reiter und 1500 Fußgänger, zu Hilfe zu eilen, nachdem er früher Hamsa das Kommando des Belagerungsheeres von Deina und Marinus Spanos das Kommando der Befestigung Balesium übergeben hatte. Kaum war in Scutari der Abmarsch Skanderbegs bekannt geworden, als man dort beschloss, sich für die zugefügte Niederlage durch die Eroberung Balesiums Genugtuung zu verschaffen. Ein starkes Truppenkorps marschierte mit zahlreicher Artillerie gegen die Festung. Marinus Spanus, welcher voraussah, dass die frisch gebauten und noch nicht getrockneten Mauern den Belagerungsschützen der Venezianer nicht widerstehen würden, verließ heimlich mit allen seinen Truppen Balesium und stieß zu dem von vor Deina kampierenden Korps Hamsas. Da die Venezianer infolgedessen die Festung verlassen fanden, ließen sie ihre Wut an den Mauern aus und zerstörten dieselben. Hierauf kehrten sie, ohne es zu wagen, die vor Deina konzentrierten Albanesen anzugreifen, nach Scutari zurück. Inzwischen hatte Skanderbeg sich mit Conte Urana vereinigt, so dass seine gesamten Kräfte sich auf 6.000 Mann, darunter 3.500 Reiter, beliefen. Mustafa Pascha, welcher 15.000 Mann, meist Kavallerie, unter seinen Befehlen hatte, stieß am 14. Oktober 1448 bei Orosi, Hauptstadt von Mirdita, auf die Albanesen. Übereinstimmend wird gemeldet, dass vor Beginn der Schlacht ein sicherer Karagusius aus den Reihen der Türken heraustritt und die Offiziere Skanderbegs zum Zweikampfe herausforderte. Unter diesen bat Paul Manesi um die Ehre, sich mit Karagusius messen zu dürfen, worauf er seinen Gegner mit einem Lanzenstiche tötete und dessen Kopf Skanderbeg als Trophäe überreichte. Die hierauf folgende Schlacht, welche mit einer, also, ihr versteht schon, ihr seht, ihr merkt durch die Vorlesung, durch diese Lesung, dass in der Geschichte, auch im Mittelalter, auch in der Antike, war es immer üblich, ja, vor einer Schlacht ein Duell, ein Offiziersduell oder einer der Stärksten gegen den anderen Starken. Diese Interpretation kennen wir aus dem Film Troja mit Brad Pitt. Ihr wisst doch, um diese zwei verschiedene Heere der angeblichen Griechen, Menelaos und bla bla bla, dem anderen zu vereinigen, ja, musste doch Brad Pitt, ja, als, ihr wisst schon, Achilles
musste er ja den anderen, diesen einen Bodybuilder da, der auch in vielen Filmen auch enorm Buck gespielt hat und alles und so, diesen Riesen da, diesen Brocken und so, musste er doch den, zack, im Zweikampf besiegen. Und somit wurde das Heer vereinigt, um gegen die Trojaner dann letztendlich dann in den Krieg zu ziehen, ja. Hier ist es üblicherweise genau das Gleiche. Die hierauf folgende Schlacht, welche mit einer entscheidenden Niederlage der türkischen Truppen endete, wird in sehr verschiedener Weise geschildert. Biemi erzählt, dass Mustafa Pascha gleich nach dem ersten Angriff zu weichen begann und nach kurzem Kampfe mit 2000 Reitern flüchtete. Jedoch in einem Tale namens Retta von den Libranern unter Moses Golemi umzingelt wurde. Letztere hätte den Pascha aufgefordert, sich gegen freien Abzug zu übergeben. Jedoch nach erfolgter Auslieferung der Waffen die gesamte Begleitung niedermetzeln lassen und Mustafa Pascha mit 12 Offizieren gefangen genommen. Tajani scheint seine Schilderung demselben Autor entnommen zu haben. Paganel hingegen berichtet, dass die Türken sich mit großer Hartnäckigkeit geschlagen hätten und Mustafa Pascha bei dem Versuche, sich Skanderbegs zu bemächtigen, gefangen worden sei. Sansovinus endlich und andere schreiben die Niederlage der Türken dem Umstande zu, dass dieselben von den Albanesen bei Nacht im Schlafe überrumpelt worden wären. Die Gefangennahme Mustafa Paschas ist zweifellos. Derselbe wurde jedoch bald nachher samt seinen Offizieren gegen ein Lösegeld von 25.000 Dukaten, also Dukaten waren in der damaligen Zeit Goldmünzen, nach Tajani eine Summe in Werte von 100.000 italienischer Lire wieder freigelassen. Die Verluste der Türken gibt Biemi auf 4.800 Tote und 121 Gefangene. Balletier spricht von 10.000 Toten. Die der Albanesen auf 157 Tote haben. Skanderbeg verteilte seine gewohnheitsgemäß nach der Schlacht die diesmal besonders reiche Beute unter seinen Truppen. Die Nachricht von der Zerstörung Balesiums beeinträchtigte jedoch einigermaßen die Freude über den erfochtenen Sieg und veranlasste ihn, sofort mit 3000 Mann nach Deina zu eilen, um für die ihm von den Skutariern zugefügten Beleidigungen Rache zu nehmen. Nachdem er seine Truppen durch die Kavallerie des Belagerungsheeres verstärkt hatte, überschritt er den Drin und begann das Territorium von Skutari in schrecklicher Weise zu verwüsten. Die bei dieser Gelegenheit von Skanderbeg und seinen Leuten verübten Grausamkeiten werden von allen Autoren auf das Schärfste verurteilt. Auch der Anonymus des Biemi, welcher sonst voll des Lobes ist über das maßvolle Benehmen Skanderbegs seinen Feinden gegenüber, muss die begangenen Untaten zugestehen und weiß keine andere Entschuldigung für dieselben, als dass er Hamsa als den unheilvollen Ratgeber seines Onkels hinstellt. Nachdem die Albanesen auf diese Weise einen großen Teil des venezianischen Territoriums in eine Wüste verwandelt hatten, kehrten sie vor Deina zurück, welches noch immer allen Angriffen der Belagerer standhielt. Die Republik Venedig bot zuerst Skanderbeg die Hand zur Versöhnung, zu welcher derselbe umso geneigter war, als die Nachrichten über den mittlerweile erfochtenen Sieg Murats II. Über Hunyadi auf dem Amselfelde ihn auf das Äußerste beunruhigten und eine Konzentration seiner geringen militärischen Streitkräfte erheischten. Die Details des Friedensschlusses sowie das Datum desselben sind nicht bekannt. Gewiss ist nur, dass Skanderbeg auf den Besitz von Deina verzichtete und als Kompensation hierfür einige Landstriche längs des Drin erhielt. Der Anonymus des Biemi berichtet, dass er Letztere der Republik sofort nach Unterzeichnung des Friedensvertrages zum Geschenke machte. Andere Autoren erzählen, dass sich Venedig zur Zahlung einer jährlichen Summe von 1500 Dukaten an Skanderbeg verpflichtete. Die bei der Schlacht von Scutari gemachten Gefangenen, darunter Andreas Umoio und Simone Vulcatenio, wurden freigelassen. Die von
Sansovinus überlieferten gelegentlich des Friedensschlusses zwischen Skanderbeg und dem venezianischen Gesandten, ausgetauschten Reden und Freundschaftsversicherungen sind ohne historisches Interesse. Bevor Skanderbeg seine Truppen entließ, unternahm er mit denselben einen Raubzug nach Mazedonien und kehrte, nachdem er wie gewöhnlich an den Grenzen eine Wache 3000 Mann zurückgelassen hatte, mit Beute reich beladen nach Kroja zurück. Dort selbst erschien gegen Ende 1448 eine venezianische Gesandtschaft, welche ihm reiche Geschenke überbrachte und ihm mitteilte, dass die Republik seinen Namen in das Goldene Buch von Venedig eingetragen habe und ihm den Ehrentitel eines Oberbefehlshaber der Republik in Epirus und in Albanien verleihe. Liebe Zuhörer, wir beenden für heute die Vorlesung. Ja, ich werde aber diese Vorlesung morgen nach der Arbeit, weil ich habe die ganze Woche wieder Frühschicht, ja, erst nächste Woche. Die kommende Woche habe ich Frühschicht, die nächste Woche darauf habe ich auch Frühschicht, ja, und dann beginnt dann Spätschicht. Wie gesagt, ich werde diese Vorlesung, die ist ja schön lang, ne? Ich meine, guck mal, wir sind noch nicht mal bei der, ich lese jetzt schon seit, wir können mal gucken, ja, seit über 2,5 Stunden, ja, und bin noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, ja. Und wie gesagt, ich werde das komplett durchlesen. Das erfordert natürlich schon ein paar Stunden, aber das ist okay. Das ist nicht schlimm. Oder, beziehungsweise werden wir das nächsten Sonntag, für nächsten Sonntag aufbewahren. Also ich denke mal, es ist eher sinnvoller, das genau als Vorlesung für nächsten Sonntag weiter zu behalten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche für morgen, ja. Einen schönen Sonntagabend und bis dann. Gute Nacht. Danke fürs Zuhören.